Wir haben den Sieger im Race Bets Podcast. Mit der Nummer 83 und Frau Kodelius am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen. Man könnte in diesen Tagen über vieles reden. Es wird ja auch viel diskutiert, aber wir reden fast ausschließlich nur über eine einzige Sache, nämlich über das Rennen des Jahres. Wir reden über den tollen Sport, den es in Hamburg zu sehen gibt. Wir reden über das Idee 152. Deutsche Derby. Und das sind die Themen im Race Bets Podcast. Der ist immer über 2,4 gelaufen, der ist richtige Steher, der kann von guten bis schweren Boden. Das Pferd hat Speed, das Pferd hat Phlegma, also der hat alles, was er braucht fürs Derby. Das war der Kölner Trainer Waldemar Hicks, der die Nummer 1 im Racebets Derby Langzeitmarkt Alter Adler sattelt. Wir hören aber auch Henk Rewe und Markus Klug, beide jeweils mit 4 Startern im Rennen. Wir hören Jean-Pierre Schipicavallo, der die Nummer 1 Sea of Sense, aber mit Son of Gold und Sassoon 2 weitere aussichtsreiche Kandidaten ins Rennen schickt. Wir hören Andreas Wöhler, wir hören Marcel Weiß, aber wir hören auch Peter Schön. Unter anderem geht es da auch um den nachgenannten Lord Charming. 65.000 Euro hat das gekostet. Reginald Graf von Normann ist der Besitzer. Das ist natürlich immer eine Wette in die Zukunft und ob sie dann aufgeht, das weiß kein Mensch. Das ausführliche Interview gleich hier. Kann man über das Derby sprechen, ohne Harald Siemen mit in der Runde zu haben? Wohl kaum. Er hat ein tolles Derby-Buch geschrieben und sorgt dafür, welche Nummern auf den Satteldecken der Pferde für das Idee 152. Deutsche Derby stehen. Derjenige, der mir sagt, also ich habe den todsicheren Derby-Sieger, der ist mir noch nicht begegnet, auch gestern auf der Horner Rennbahn noch nicht. Es ist ein verrücktes Derby. Aber einer unserer Wettexperten, wir treten in kompletter Mannstärke, in kompletter Mann- und Frau-Stärke an, hat ein paar ganz besondere Tipps. David Connolly Smith. Zweitens, es gewinnt kein Pferd im Derby, der einen blöden Namen hat. Und in dem Fall ist ein Pferd sofort zu streichen, leider. Die 8. Christian, ab und zu. Also der kann das Derby nicht gewinnen. Aber Lord Charming, das ist ein sehr schöner Name. Ihr hört schon, es geht heiter zu bei unserer Derby-Wettrunde. Aber ich möchte euch natürlich auch wieder einladen, mitzuspielen bei der Racebets Podcast Schnitzeljagd. 3 Fragen werden gestellt auf der Webseite www.racebets.de. Im Blog oder im Newsletter. Die Antworten findet ihr hier, wenn ihr den Podcast hört. Und die ersten 25, die richtigen Antworten haben, die gewinnen jeweils 2,5 Euro Freiwetten. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Mitspielen. Und natürlich geht auch unsere Battle weiter. Wer wird der RaceBets Podcast Champion? Lukas Greis, unser junger Herausforderer, hat die 2. Runde erreicht. Er ist optimistisch, wir sind es auch. Also legen wir los. Und wir beginnen mit dem Mann, der am Montag entschieden hat, okay, ich bin bereit, 65.000 Euro dafür zu bezahlen, dass mein Pferd im Idee 152. Deutschen Derby läuft, weil ich denke, es hat gute Chancen. Die Rede ist natürlich von Reginald Graf von Normann und von Lord Charming. Ja, ich begrüße jetzt am Telefon mit meiner tollen Aufnahme-App Reginald Graf von Normann. Herr Normann, Internet geht bei Ihnen nicht, das habe ich schon erfahren. Wo erreiche ich Sie denn jetzt gerade? Sie erreichen mich im Augenblick gerade im Gestüt bei mir. Und wie ist die Situation, dass das Internet da nicht geht? Gab es da irgendwelche Weltuntergänge? Bei uns seit Bestehen des Gestütes war bisher die Verbindung des Internets nicht besonders gut, aber nach Unwettern in den letzten Tagen ist es völlig zusammengebrochen und wir warten verzweifelt auf Glasfaserkabel, die angeblich nächste Woche endlich mal angeschlossen werden sollen. Aber Sie hatten Telefonverbindung mit Ihrem Trainer, mit Peter Schürgen in Köln. Und Sie haben sich relativ kurzfristig und für einige doch auch überraschend dazu entschieden, Ihren Lord Charming nachzunennen für das Idee 152. Deutsche Derby. Das ist völlig richtig. Normalerweise bei dieser Summe, die hier fällig geworden ist, wären wir auch nicht dazu bereit gewesen. Aber wir haben in der Familie nach Rücksprache mit dem Trainer entschieden, es trotzdem zu tun, nachdem das Pferd aus Frankreich hervorragend zurückgekommen ist und die Trainingsleistungen sehr gut waren und auch keine Ermüdungserscheinungen sichtbar waren, nach dem auf den ersten Blick anstrengenden Rennen in Frankreich. Und nachdem sich zusätzlich das Derbyfeld immer mehr gelichtet hat und die eigentlich handicapmäßig über ihm stehenden Pferde allmählich alle gestrichen worden sind, haben wir uns nach langer Bedenkzeit, also nicht langer, aber nach intensiver Bedenkzeit
hat sich die Familie dazu entschlossen, das Pferd nachzunennen. Ja, wir reden ja über eine Summe, Sie haben es dezent angedeutet, von 65.000 Euro. Das ja, ist 10, eine Menge 10%, Geld. 10% der gesamten Notierung, ja. Also das ist eine Menge Geld, das muss man sich wirklich schon ganz genau überlegen, aber Sie haben es ja schon angedeutet. Also wann ist denn die Entscheidung endgültig gefallen? Also das war ja, es gab erst einen Best of Lips, also den Jahrgangsbesten, der einige Kilo über allen stand, der dann wegen einer leichten Verletzung rausgegangen ist, aber dann hat sich doch irgendwo gezeigt, dass die ganzen guten Ausländer nicht kommen. Also so ein Marcel Eagle, natürlich der Schlenderhahn, aber auch so einen Alan Kerr, der nicht kam, oder Northern Ruler, der ihm nicht nachgenannt worden ist. Wann haben Sie sich denn genauer entschieden, an welcher Stelle? Also für mich war absolut Voraussetzung, dass Alan Kerr nicht kommt und auch der Schlenderhahn nicht kommt. Ansonsten hätten wir nicht nachgenannt. Und wir haben uns endgültig entschieden, am Montag nach einer Abschlussarbeit. Also ist er relativ früh raus und dann musste man ja, ich glaube, bis 9 Uhr oder sowas muss man da Bescheid sagen, ne? Nein, wir hatten bis 9:30 Zeit. Also 9:30 Uhr finde ich jetzt hier genau die Entscheidung mit dem Trainer. Ich habe 9:30 telefoniert mit dem Trainer. Das werde ich auch so schnell nicht vergessen, wahrscheinlich so oder so. Ja. Also die Abschlussarbeit, das ist ja schon wirklich eine spannende Geschichte. Ja, das war auch schon die Überraschung. Ich glaube, der Hamburger Rennclub wird sich freuen. Das ist ja eine erfreuliche Einnahme erstmal für den, für Sie eine große Ausgabe. Sie haben, ich gucke jetzt gerade mal die Rennlaufbahn mir an. Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist noch Sense eigentlich der einzige Gruppesieger im Feld? Die Nummer 1 jetzt? Ist der einzige Gruppesieger, ja. Und wir waren ja von ihm Kopf geschlagen, von Sea of Sense. In diesem Derby-Trial eben in Hoppegarten. Genau. Und danach sind Sie nochmal im Prix, wie wird er ausgesprochen, Ridgeway, also in Longchamp. Ich erinnere mich daran, dass dieses Rennen ja gewonnen worden ist vor einigen Jahren, das hatte ich nämlich gerade, von diesem Hönihofer, von Palace Prince. Ja, dieses genau. Rennen, ja, genau dieses Rennen ist als Vorbereitungsrennen gewonnen worden von Palace Prince. Und ja, der ist auch nachgenannt worden. Der ist Zweiter geworden im Derby. Okay, aber an solche Dinge glaube ich jetzt nicht. Aber es ist ja kein schlechtes Zeichen. Es ist kein schlechtes Omen, es ist ein gutes Omen. Ja, da geben Sie, das ist völlig recht. Nun war das Rennen überhaupt ja gut besetzt. Also das Pferd, ich behaupte ja immer noch, dass wir da im toten Rennen eigentlich gewonnen haben, auch in Frankreich. Das ist ja sehr umstritten, das Zielfoto. Und wurde ja auch hier in den sozialen Medien heiß diskutiert. Und selbst der Zuständige im Direktorium, der Herr Schmanz, war ja der Auffassung, dass es eigentlich totes Rennen war. Aber wir haben einen Einspruch nicht durchgeführt in Frankreich, weil das relativ chancenlos ist, schon gar wenn ein Godolphin-Pferd vor einem ist oder auf gleicher Linie mit einem ist. Und insofern war das eine sehr gute Leistung. Grundsätzlich gute Leistung von Ihrem Pferd, der also wirklich jetzt die Nummer 2 ist sogar in diesem Derbyfeld, nachdem ja Sampras dann auch noch raus ist. Also los ging es mit dem Maiden-Sieg, dann war man Dritter im Dr. Busch Memorial, Zweiter, Sie haben es gesagt, gegen Sea of Sands in Hoppegarten und eben jetzt dieser zweiter Platz im nächsten Rennen und eine gute Abschlussarbeit. Hatten Sie eigentlich schon mal einen Derby-Starter? Ja, vor 100 Jahren vielleicht mal. Aber also es war noch unter meinen Eltern vielleicht, aber wir hatten keinen Derby-Starter. Die letzten 10 Jahre sicherlich nicht. Ja, also da erfüllt man sich auch irgendwo so einen großen Traum. Sie haben schon gesagt, die ganze Familie hat also mitentschieden. Wir haben alle zusammen entschieden. Meine Frau, meine Schwester und wir haben lange diskutiert, aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, weniger jetzt aus man will dabei sein oder soll jetzt mal sein, sondern auch wirklich, dass hier eine Berechtigung besteht für das Pferd. Also wir sind da weniger mit irgendwelchen Wunschträumen rangegangen, sondern schon auch aufgrund der Situation, wie sie ist. Sie haben natürlich jetzt auch den Top-Jockey drauf. Also das ist klar, dass der Stalljockey Bauer Musabayev natürlich dann sofort den Lord Charming reitet. Wenn man jetzt mal so guckt, was Sie ausgeben, müssten Sie mindestens Dritter werden, damit sich das Investment lohnt. Aber damit, Sie wollen schon mehr. Also das ist so ein komisches Derby, das eigentlich von der Nummer 1 bis zur Nummer 19 trennen diese Pferde ja gerade mal 4 Kilo. Eigentlich kann jeder gewinnen fast. Das kann jeder gewinnen. Ich bin mir völlig klar, dass es ein großes Risiko ist, dass die Rechnung nicht aufgeht. Und es kann so viel passieren. Das Pferd kann lahm sein am Tag vorm Rennen. Also das ist natürlich immer eine Wette in die Zukunft. Und ob sie dann aufgeht, das weiß kein Mensch. Aber Sie haben so viel Vollblutherz, dass Sie sagen, ich mach das jetzt einfach mal, weil die Zeichen so gut sind, weil ja alles eigentlich Ihnen in die Karten gespielt hat. Sie haben es ja eingangs geschildert. Ja, genau. Also, es ist so und es besteht zumindest eine kleine Chance, dass die Rechnung aufgeht. Eine sicherlich immer kleine Chance in jedem Rennen so, dass sie aufgehen könnte. Und das wäre ja auch eine Wertsteigerung. Es geht ja hier nicht nur um die Gewinnsumme, sondern wir verkaufen ja auch gerne aus dem Rennstall. Und insofern ist das ja auch eine Wertsteigerung des Pferdes dann. Also kann die Rechnung aufgehen, rein theoretisch.
Unser Mitarbeiter, Ronald Köhler, den kennen Sie ja. Der hatte mit Ihnen ja schon mal gesprochen. Der wollte ja bei Ihnen im Gestüt immer vorbeikommen. Da ist er irgendwie auch wegen Corona und wegen der ganzen Situation weggekommen. Wir besuchen immer nach dem Derby die Derby-Sieger. Mal gucken, vielleicht kommt er jetzt nächste Woche bei Ihnen vorbei. Das höre ich ganz ungern. Also nicht, weil ich Herrn Köhler nicht gerne bei mir im Gestüt hätte, aber das ist so viel Optimismus verstrahle ich denn doch nicht. Naja, wir warten es ab. Also wie gesagt, Sie stehen bei uns auf der Liste. Vorbeikommen wollen wir ohnehin und vielleicht kommen wir ja zu dieser oder bei dieser schönen Gelegenheit. Herr Norman, ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen heiß und weinen, wie natürlich aber allen anderen 19 Teilnehmern auch. Danke. Ja, herzlichen Dank, Frau Delius. Danke. Wir reden über das Derby und wen muss man dazu einladen, wenn nicht Harald Siemen? Das ist der Mann, ich sag mal, the brain des deutschen Galopprennsports. Er hat eigentlich fast alles im Kopf. Der hat ein wunderbares Derby-Buch geschrieben. 125 Jahre deutsches Derby hieß das, glaube ich. Harald, hallo erstmal. Hallo. 125 Jahre, seitdem sind ein paar Jahre vergangen. Wir haben jetzt das 152. deutsche Derby. Leider ist das Buch nicht so richtig fortgesetzt worden. Kleiner Widerspruch. Es ist 2003, ist es nochmal erschienen, bis zum Jahr 2002. Und zwar aus Anlass des 150-jährigen Bestehens des Hamburger Rennclubs. Ist das nochmal neu aufgelegt worden, ja. Also 2002, sagst du, sind ja auch nur 19 Jahre, die jetzt da fehlen, was schade ist. Und wir müssen jetzt nicht erklären, warum das so ist, das kann sich jeder denken. Aber das Buch ist trotzdem klasse, also jeder, der es nicht hat, dem sei das wirklich ans Herz gelegt. Das ist auch ein Stück Zeitgeschichte, ja auch dieses Derby. Und wenn man das alles so sieht und du hast all diese Derbys im Kopf, du hast sie dir alle angeschaut, dann frage ich dich jetzt, wie ist denn dieses 152. Derby zu bewerten? Ich glaube, das hat auch so ein paar Besonderheiten. Gab es schon mal eine Nummer 1, die mit 92 Kilo in dieses Rennen gegangen ist, wie jetzt Sea of Sense, der Hönihofer? Gut, das waren zwei Fragen. Die erste Frage, die bezog sich, wie das Derby einzuschätzen ist. Das weiß man als Handicapper natürlich erst hinterher. Kann man das machen, wenn das Ergebnis da ist, die Pferde durchs Ziel sind. Aber die Frage ging wahrscheinlich in die Richtung, wie das Feld so qualitätsmäßig einzuschätzen ist. Und um dann die zweite Frage zu beantworten, nein, ein Pferd, das mit 92 Kilo die Nummer 1 getragen hat, das gab es noch nicht. Also bisher hat ja entweder der Union-Sieger oder der Union-Zweite oder der Sieger von Mehl-Mühlens-Rennen oder von anderen Grupperennen, die sind ja immer meistens Minimum auf 94 gekommen oder auch noch mehr. Und das ist ja dieses Jahr nicht der Fall. Es gibt ja nur ein einziges Pferd, was ein Grupperennen gewonnen hat in diesem Feld. Der hat dann auch folgerichtig die Nummer 1. Das ist Sea of Sense, der das Derby-Trial in Hoppegarten gewonnen hat. Daneben gibt es auch nur noch einen Listensieger mit Af und Zu. Also das ist, wenn man sich das vorher ansieht, das Feld natürlich etwas enttäuschend. Etwas ausgeglichen wird es durch die Meute, die dahinter hinter der Nummer 1 folgt. Die sind ja alle sehr dicht gedrängt und die Nummer 19 hat auch noch ein GAG von 88 Kilo, also nur 4 Kilo weniger. Das bedeutet ja, wenn alle sich brav benehmen und so laufen, wie der Handicapper sie eingeschätzt hat, dass die alle im Ziel, die 19 Pferde, nur drei Längen auseinander sind. Ich lasse jetzt auch noch in dieser Zoom-Konferenz David eintreten, David Connolly-Smith. Wir machen das nämlich so, dass alle jetzt brav zuhören. Katrin Nack aus Hamburg, hallo Katrin, dich habe ich noch gar nicht begrüßt jetzt in dieser Runde, wird auch noch hier Fragen stellen und anschließend sprechen wir alle zusammen, das komplette Podcast-Team, über dieses Rennen. Wir geben dann natürlich noch die Wetttipps. Harald, du hast es also gesagt, es gab es noch nie eine Nummer 1 nur mit 92 Kilo, aber dann diese Meute dahinter, die es wirklich schwer macht zu sagen, wer nun das beste Pferd ist. Also du als Handicapper bist da ja eigentlich auch ziemlich ratlos. Letztes Jahr war das ziemlich eindeutig, auch wenn es natürlich nicht geklappt hat mit der Voraussage. Da war es Wonderful Moon, aber der stand klar raus. Diesmal kannst du als Handicapper doch eigentlich nur sagen oder mit den Achseln zucken, oder? Ja, in der Tat, aber da stehe ich als Handicapper ja nicht alleine. Derjenige, der mir sagt, also ich habe den todsicheren Derby-Sieger, der ist mir noch nicht begegnet, auch gestern auf der Horner Rennbahn noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Nein, also es gibt verschiedene Mumms, wie man so sagt, die Leute haben, aber herausstehen tut ja keiner. Natürlich habe auch ich ein Pferd, was ich favorisiere. Lass mich raten. Ich weiß ja gar nicht, ob ich den hier verraten soll. Ich sag mal, der fängt bestimmt mit A an, oder? Mit S. Mit A oder mit
S. Ja, richtig. Die guten Pferde fangen meistens mit S an. Und das ist in der Tat die Nummer 1. Also nicht, weil sie jetzt die Nummer 1 ist. Und auch nicht unbedingt, weil er der einzige Gruppensieger in diesem Feld ist, sondern weil das Pferd schon bei seinem Sieg in Hoppegarten auf mich den Eindruck gemacht hat, dass das ein wirkliches Derby-Pferd ist, dem noch mehr drinsteckt, als er gezeigt hat. Nämlich diese 92 Kilo werden natürlich nicht reichen, um ein Derby zu gewinnen. Was mich etwas stört an dem Pferd, und deswegen sage ich ja, so hundertprozentig rausstehen tut er ja auch nicht für mich. Was mich etwas stört, ist die Tatsache, dass das Pferd seitdem Sieg in Hoppegarten im Mai nicht mehr gelaufen ist. Das war ja auch nicht der ursprüngliche Plan des Trainers, der deutlich gesagt hat, dass das nächste Ziel das Unionrennen ist, weil das Pferd dieses Rennen auch noch braucht. Dann hieß es mit einmal, nein, wir haben unsere Meinung geändert, wir gehen jetzt direkt ins Derby. Ob da etwas vorgefallen ist, auf der diese Meinungsänderung beruht, das weiß ich nicht. Da ist ja auch nichts in die Öffentlichkeit gedrungen. Aber das passiert ja häufig. Wir waren ja mit dem Podcast direkt im Stall von Jean-Pierre Cavallo. Da war auch der Gestützleiter Simon Minch da. Und da war also von irgendwelchen Problemen keine Rede, sondern die bereiten ihre Pferde sehr, sehr vorsichtig und sehr gezielt vor. Also man hat da über diesen Unionstart wohl diskutiert. Aber Schippi hat so ein bisschen wohl die Meinung, weniger ist manchmal mehr, hat man so den Eindruck, wenn man die Vorbereitung aller drei Hönihofer sieht. Also der ist da ja sehr vorsichtig zu Werke gegangen. Auch Son of Gold wurde in der Union ja so ein bisschen spazieren geführt. Ja, weiß ich nicht, ob er spazieren geführt worden ist, aber vielleicht das Letzte sicherlich nicht rausgeholt. Das ist ja häufig so im Unionrennen. Aber trotzdem, mir gefällt es nicht, wenn ein Pferd 6 Wochen vom Derby nicht läuft. Ganz einfach, weil das Pferd ist noch nicht übermäßig viel gelaufen und man muss schon topfit sein, um ein Derby zu gewinnen. Und wie gesagt, ich hätte es lieber gesehen, wenn er in der Union gelaufen wäre. Das war nun nicht der Fall. Aber trotzdem glaube ich, dass er von allen die besten Chancen hat. Aber was bedeutet denn, was du gerade erklärt hast, also dass jetzt das höchst eingeschätzte Pferd 92 Kilo hat, was bedeutet das denn jetzt für die Einschätzung des Derby-Siegers? Kann sich denn ein Pferd darüber steigern oder wie steigert sich ein Pferd darüber, über dieses Rating? Naja, die Grundlage ist ja gar nicht so schlecht. Wir haben ja eben gesagt, dass 19 Pferde 88 Kilo und höher stehen. Also das kommt ja auf das Ergebnis an. Wenn der Sea of Sands mit 5 Längen gewinnt, dann wird man schon einen finden. Der zweite, dritte ist, über den man rechnet, und dann kommen vielleicht 97 Kilo oder sogar noch mehr raus. Das wäre dann ein ordentliches Derby, und ein sehr gutes Derby wäre ja, wenn einer auf 99 käme. Das sehe ich jetzt im Vorfeld eher nicht. Aber so ein Sea of Sands kann natürlich auch geschlagen sein. Und wenn er Dritter, Vierter, Fünfter wird, dann bietet er sich auch dann für den Handicapper als Rechenpferd an. Und das kommt dann auf die Abstände drauf an, wie er geschlagen ist. Dann kann für das Derby, dann kann das auch noch aus Handicapper-Sicht ganz ordentlich werden. Also das muss man abwarten, insbesondere auch, wie dann die Abstände sind zwischen den Pferden im Ziel. Ich hoffe nur, dass es ein schnelles Rennen gibt. Und dann ist ja die Gewähr am größten, dass dann auch die Besten zum Schluss vorne sind. Wichtig ist ja immer das Geläuf. Du hast dir gestern schon ein Bild gemacht. Katrin, wir brauchen keine Wetter-App, wir haben ja auch dich. Du bist ja fast da an der Rennbahn, also es hat kräftig geregnet. Ja, wirklich wahr. Also es hat ja pünktlich zum ersten Rennen quasi angefangen. Also kurz, ich stieg ins Auto und es begann zu regnen. Und hat eigentlich seitdem nicht wieder aufgehört, wenn man ganz ehrlich ist. Die Nacht über richtig doll. Ich bin vom Regen aufgewacht 1-2 Mal nachts. Und heute hat es jetzt 1-2 kleinere Lücken gegeben, gerade aber wieder angefangen. Also das momentan haben wir ja auch gesehen. Wir haben ja die aktuelle Bodeneinschätzung jetzt bekommen von diesem RaceBets-Bodenprüfgerät. Im Moment ist es schwer, weich bis schwer. Jetzt, wir haben den Donnerstag, das muss man dazu sagen. Also die Aussichten sind ja wohl, dass es etwas weniger regnen soll. Und dann Sonntag nochmal wieder, ne? Ist mein momentaner Kenntnisstand. Das spielt sicherlich eine Rolle, und eine große Rolle spielen die Startboxen. Oder auch nicht, das weiß man nicht so genau. Am Mittwoch war die Auslosung. Harald, du hast eine Statistik, die ich wirklich spannend fand. Ich habe mir die ganz genau angeguckt und ich habe das RaceBets Podcast-Team auch gefragt, was meint ihr, welche Startbox die erfolgreichste ist? Jetzt haben die alle geraten, es ist keiner auf die Startbox gekommen, auf die Gemeinde, kann ich nur so viel sagen. Also wir lösen das jetzt ja auch auf. Also die Startbox, die am allererfolgreichsten ist, aus der die meisten Derby-Sieger gekommen sind,
sind, Harald? Sag sie uns. Das ist die 4, Startboxe 4. Das sind 8 Derby-Sieger. Ja. Diesmal hat Sir Vulcano die 4. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der 9. dazukommt, ist nicht ganz so groß. Obwohl Andreas Wöhler, den habe ich ja auch im Interview, der sieht das gar nicht so pessimistisch. Aber es sind natürlich viele ganz unglücklich mit den Startboxen. Unter anderem zum Beispiel fangen wir mal mit Davids Freundin Sibylle Vogt an. Die reitet jetzt doch Imi. Die wurde ja durch diese ganzen Wechseleien im Derby von Sassoon runtergenommen. Die 20. Und ich sehe, du hast diese ganze Statistik da ausgedruckt. Aus der 20 kann man auch gewinnen. Das ist nicht oft passiert, aber statistisch gesehen ist es gar nicht so wenig, weil es sind nur 16 Derbys mit 20 und mehr Pferden gelaufen worden. Und es gab auch einen Sieger. Weißt du aus dem Stand, wie der heißt? Natürlich weiß ich das. Also mein Lieblingspferd aller Zeiten. So hat gewonnen. Da liefen sogar 24 in dem Derby. Ja. Er hatte die 20 und hat gewonnen, ja. Genau. Mit 7 Längen. Die allerbeste Box aber, du hast das auch aufgearbeitet, wenn man jetzt die Plätze mit dazu nimmt, 1-4. Das ist die goldene Mitte, das ist die 10. Ja, genau. Also das ist ein bisschen Spielerei. Also ich glaube, dass die Startboxen im deutschen Derby keine große Rolle spielen. Das gibt die Statistik auch her. Wenn man sich das genau ansieht, dann haben zum Beispiel die Nummern 5 und 6 waren auch nur 8-mal platziert in der ganzen Zeit und die Startboxen 15 und 16, 8 und 7 Mal platziert. Also da ist kein großer Unterschied. Wenn man ganz außen steht, dann ist es vielleicht nicht so günstig. Es kommt ja auch darauf an, welcher Typ Pferd denn nun außen steht und mit welcher Taktik man ins Rennen geht. Das ist ja auch nicht unwesentlich. Sind auch weitere Pferde platziert, mit der 20 gelaufen, 2, 3 Pferde. Wenn man jetzt die Favoriten sieht, die auch auf dem Racebets Langzeitmarkt vorne sind, also das ist natürlich Alter Adler. Der hat die 14. Die ist auch gar nicht so schlecht. Da gibt es ja auch eine tolle Geschichte. Also ich erinnere mich an Franz Prinz von Auersberg, der ist bei der Startbox 14 mal ausgeflippt, hat gesagt, mein Pferd läuft nicht, ich nehme das raus. Das war damals das Derby 2012. Das war die Außenbox. Der musste wirklich beruhigt werden und Mario Hofer hat gesagt, komm, wir laufen trotzdem. Das Ergebnis kennen wir alle. Also man kann aus der 14 gewinnen. Ja, natürlich. Man kann aus jeder Box praktisch gewinnen. Ich erinnere mich auch noch an ein Pferd von Heinz Jensch, der hieß Okos. Da liefen 23 und der war in der Startbox 23 und war Hals geschlagen Dritter. Allerdings hätte der wohl gewonnen bei einer niedrigeren Startnummer, nämlich der damalige Reiter Georg Boschkal hat den von der 23 im Wandsbecker Bogen war schon vorne. Das hat etwas Kraft gekostet seinerzeit. Ja, das ist natürlich, ganz außen ist ein kleines Handicap oder ein großes, je nachdem. Und da wird die Sibylle Vogt zusammen mit dem Trainer sich was überlegen müssen, wie man das handhabt. Mit dem guten Imi. Aber du hast gesagt, man kann das Einboxen gewinnen, aber aus der 18 und aus der 19. Da hat noch nie ein Pferd gewonnen. Aus der 8 auch nicht. Ich sag mal, das ist ein bisschen schade, weil es ist mein Derby-Mum Son of Gold, der jetzt in der 19 ist. Aber das kann man ja auch, dieser Bann lässt sich ja auch immer brechen. Also das ist ja nicht so, dass das auf ewig so bleiben muss. Die Startbox 8 hat immerhin 9-mal war das Pferd Zweiter. Da habe ich mit dem Marcel Weiß heute gesprochen, mit seinem Valando, der sagte, oh, da wäre ich super happy mit. Kein Problem. Also siehste, zum Glück. Die Trainer, auch Markus Klug, war mit deinen Startboxen eigentlich soweit ganz zufrieden. Aber wie gesagt, die 19 und die 18, die haben genauso wie die 8 noch nie gewonnen. Die 12 und 13, das sind ja auch die Boxen von Sea of Sands und von Sassoon, von diesen beiden Hönihofern. Also die sind eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also die Trainer sagen auch, bei den Bodenverhältnissen sind die Außenboxen jetzt auch gar nicht so verkehrt. Besser vielleicht als eine 1 oder 2. Naja, man weiß nicht genau, wie der Boden nun sein wird. Ich schätze, gut bis weich wird er am Sonntag sein. Sehr viel Regen ist ja auch am Sonntag nicht vorhergesagt. Und ich glaube, der Boden wird dieses Jahr keine allzu große Rolle spielen. Das ist meine Einschätzung. Dieses Derbyfeld hätte ja ein ganz anderes sein können, wenn die ausländischen Starter gekommen wären. Also da gibt es ja 2 Adlerflügelsöhne. Ich glaube, die hättest du gerne im Derby gesehen, oder? Ja, vor allem den Alan Kerr von Trainer Haggers aus England, der wirklich ein ganz ausgezeichnetes Pferd sein soll. Der war ja, so habe ich das verstanden, fest vorgesehen für das deutsche Derby. Und aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation in England sind sie, wie der Trainer es ausgedrückt hat, hier in Deutschland nicht erwünscht. Also im Endeffekt heißt das natürlich, dass das Begleitpersonal und solche Sachen Schwierigkeiten haben, hier einzureisen beziehungsweise in Quarantäne zu gehen. Ganz genau die Bestimmung kenne ich nicht. Natürlich hätte ich den ja gerne gesehen. Ein tolles Pferd, der 99 Kilo im Moment steht in England. Also der würde meilenweit rausstehen
aus Handicapersicht in diesem Derby. Und das wäre natürlich eine spannende Sache gewesen, in welchem Verhältnis die deutschen Dreijährigen zu diesem wirklich wohl sehr guten Pferd stehen, der ja auch bei seinem Jahresdebüt im April den englischen Derbysieger Adaya geschlagen hat. Der stammt aus Römerhofer Zucht. Ich muss mich korrigieren, ich habe beim letzten Podcast gesagt, er wäre in Römerhof groß geworden. Das stimmt nicht. Der ist in Irland groß geworden, aber er stammt aus der Zucht des Gestüt Römerhofs. Also nicht nur ein Adlerflug, sondern er hat auch züchterisch deutsche Wurzeln. Das muss man dazu mal sagen. Das hätte ja Harald auch das Derby aufgewertet. So wie ich das verstanden habe, hat man ja der Corona-Situation geschuldet gesagt, dieses Derby 2020 zählt jetzt nicht in der Bewertung im Ranking dieser Rennen mit rein. Das wäre aber fürs deutsche Derby gut gewesen, denn so ein In-Swoop hat ja dieses Derby richtig aufgewertet durch seinen zweiten Platz im Arc, oder? Ja, nicht nur In-Swoop hat es aufgewertet, die dahinter Platzierten auch. Also es war das beste Derby der letzten 10 Jahre, wenn man die Ratings zusammenzählt und durch 4 teilt. Das ist natürlich wirklich schade, vor allem wo das deutsche Derby immer Gefahr läuft, irgendwann mal zurückgestuft werden, was wir ja alle nicht wollen. Wie das dieses Jahr aussieht, das weiß ich gar nicht so genau, aber ich fände es natürlich fair, wenn in diesem Jahr dann auch nicht zählen wird, falls das Rating niedrig ausfällt, was ja nicht außerhalb der Möglichkeiten. Aber wie gesagt, das eine freut, das andere leid. Ja, durch diese ganzen Konstellationen, Best of Lips ja auch raus. Leicht verletzt, aber der ist auch raus. So ein Wiesentau raus. Also das ist dann immer so ein Derby auch, wo man schon im Vorfeld sagt, so, ja, so viele Geschichten, wo man sagt, es ist schade. Ja gut, Best of Lips ist raus. Der zweithöchste im GAG Mythico, mit dem hat man sich's anders überlegt und hatte keine Lust mehr auf das deutsche Derby. Dazu gleich mal, der ist jetzt in Dortmund gelaufen. War das schon so ein bisschen eine Enttäuschung, dass als Dreijähriger da eben so blass geblieben ist? War natürlich auch nicht der dollste Ritt aller Zeiten. Ja, das war eigentlich eine große Enttäuschung, so muss man das sehen. Allerdings, er stand natürlich im Gewicht sehr ungünstig. Also die Siegerin hätte er nur geschlagen, wenn er sich weiter deutlich gesteigert hätte gegenüber seinem Sieg im Mühlensrennen. Er stand ja 4,5 Kilo schlechter gegenüber Liberty London und die stand im GAG 92,5 Kilo. Also das lag eigentlich gar nicht in Reichweite oder nur ganz bedingt in Reichweite der Sieg. Aber er war ja sehr weit geschlagen, fast 10 Längen auf dem 4. Platz. Und das war es schon sehr enttäuschend. Nun muss das ja nicht das letzte Wort gewesen sein. Also man will ja oder man wollte vorher mit ihm ja in den Dallmayr-Preis. Und ich hoffe ja, dass der Plan immer noch besteht. Und dann kann er seinen leicht angekratzten Ruf ja in diesem Gruppe 1-Rennen wieder aufpolieren. Um nochmal zurückzukommen auf die fehlenden Pferde. Ja, es fehlt ja auch zum Beispiel ein Pferd wie Northern, wie heißt der von Böhler? Northern Ruler. Genau, der Schlenderhahner, dem man keine Nennung gegeben hat, weil er noch sehr rückständig gewesen ist im Frühjahr und mit einmal explodiert ist innerhalb von ein paar Wochen. Der fehlt ja auch aufgrund und weil er keine Nennung hat. So addiert sich die Sache, dass einige der Besten im Jahrgang oder augenblicklich Besten des Jahrgangs nicht dabei sind. Aber auch ohne dem, dieses Derby wird von einer großen Spannung getragen werden. 20 Pferde laufen und es wird 20 Meinungen geben. Und das ist natürlich auch ein Wert an sich für das Derby, dass man dann darüber spricht. Wetttechnisch ist das eine spannende Angelegenheit und da kommen gleich meine Wettexperten ins Spiel. Du darfst ja nicht wetten. Also wir wissen ja, wir haben ja schon gehört, du warst ein ganz großer Wetter früher und auch ein sehr erfolgreicher Wetter. Ja gut, du hast ja schon rausgelassen, wen du wetten würdest. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn ich sage, ich glaube, der gewinnt oder ich wette dieses Pferd, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Wetten sollte man ein Pferd nur, wenn sein Buhmacher-Kurs oder später am Totalisator höher sind als die Chancen, die man ihm gibt. Das ist ja das entscheidende Kriterium, wenn man erfolgreich wetten will. So habe ich das wenigstens gesehen zu meinen Zeiten, wo ich gewettet habe. Also wenn der Sea of Sense, sagen wir mal, ab 50 für 10 steht, dann sollte man den Weg zum Totalisator oder dann schickst du mich zum Buchmacher. Dann checkst. Genau. Und das gilt natürlich auch für einige andere. Zum Beispiel, wenn ich Wetter wäre, würde ich nie in Leben Alter Adler wetten. Das Pferd ist ja ein ganz undurchsichtiges Pferd, noch nie in Deutschland gelaufen. Nur in, ich sage das jetzt mal ganz hart, drittklassigen Rennen gelaufen.
nämlich weder in Grupperennen noch in Listenrennen, höchstens Klass 1, sein letztes Rennen, davor Sieglosenrennen. Natürlich, das Pferd imponiert durch seine Art und Weise, wie er seine letzten beiden Rennen gewonnen hat, auch fraglos gegen gute Gegner. Sieht toll aus, auf jeden Fall muss man den Eindruck aus der Ferne haben. Er ist ein Adlerflug, was noch dazu kommt, also das spricht alles für ihn. Aber eine so exponierte Favoritenstellung erscheint mir doch recht fraglich. Bei RaceBet steht da, glaube ich, 4-1 momentan, der alte Adler. Wir werden darüber reden. Harald, ich sage jetzt an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Letzte Frage noch. Egal, wie dieses Derbyfeld ist, es kribbelt trotzdem. Wie viele Derbys hast du erlebt? Es kribbelt trotzdem immer wieder, wenn die Startboxen aufgehen? Ja, komisch. Aus einem Anlass habe ich gerade vor 2 Stunden nachgerechnet, weil irgend so eine Ahnung mich gepackt hat. Dass ich sowas frage, ne? Ja, und es ist in der Tat das 50. Also Derby, dass du live guckst. Wenn ich es schaffe, bis Sonntag auf die Rennbahn, wird es mein 50. Derby sein. Das erste war 1968. Bedauerlicherweise musste ich 4-mal passen in den 80er Jahren und auch 2007, weil es Adlerflug gewonnen hat, leider. Aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, wären es jetzt 50, ja. Eine ganz kleine Frage habe ich noch, auch wenn Frauke sagte, die letzte, dann mache ich die allerletzte. Kann man das denn oder kannst du das Derby dann auch so richtig genießen oder guckst du gleich immer so hin und denkst, oh, da habe ich als Handicapper aber daneben gelegen oder ja, also setzt sofort der Handicapper-Kopf ein oder kann das auch einfach mal so eine Emotion sein? Absolut, das letzte Pferd ist noch nicht im Ziel, da habe ich schon die ersten Zahlen im Kopf. Okay. Also, aber das ist ja Teil des Genießens des Derbys. Okay. Das macht das ja aus. Das ist ja der Ersatz, das Salz in der Suppe für mich als Ersatz für das Nicht-Wetten. Wunderbar, wir haben wieder was gelernt oder ich habe was gelernt. Deswegen, Harald, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir machen hier gleich weiter mit den Wetttipps. Nika Estavoran wollte auch noch dazu kommen. Ich bin gespannt, ob sie das tut. Aber ich begrüße jetzt in dieser Runde das ganze komplette Team. Erstmal aus München Ronald Köhler und David Connolly-Smith. Hallo, ihr beiden. Ja, grüß Gott. Hallo. Christian Jungfleisch, der auch mit zugehört hat in Quierschied. Hallo. Hallo zusammen. Harald, du kannst gerne mit dabei bleiben, wenn du magst und zuhören möchtest. Dann können wir dich auch gerne noch mal ein bisschen mit einbeziehen. Wenn du irgendwas dazu sagen willst, dann machen wir das. So, dann begrüße ich Hamburg. Nochmal Katrin, hallo. Und John James, Jimmy Clark ist auch dabei. Hallo, ihr beiden. Hallo, guten Abend. Und der Westen ist auch vertreten durch Nika Estavoran in Willig. Hallo, Nika. Hallo. Und natürlich auch meine Wenigkeit aus Düsseldorf. Das heißt, wir sind jetzt zu siebt. Also eine ungerade Endzahl, die brauchen wir vielleicht, damit wir uns einigen können. Denn ich bin gespannt, wie ihr euch auf einen Derby-Sieger einigen wollt. Das wird also eine heiße Kiste. Unseren Herausforderer haben wir natürlich auch noch. Der hat die letzte Runde überstanden, weil wir ein bisschen zu dusselig waren, ganz einfach. Also wir hatten eigentlich alle Sieger. Wir haben sie alle genannt. Und Harald hat es eben auch gerade genannt, Liberty London. Also wir haben sie ja genannt und eigentlich war es ja ganz klar und wir haben dann doch gesagt, jetzt nehmen wir Mythico. Ich bin schuld. Und ich muss euch als Außenstehender ein Kompliment machen. Ihr habt in dem Viererwettenrennen in Magdeburg 3 Pferde genannt, die alle unter den ersten 4 waren. Und mit eurer Hilfe und meiner Nase ist es mir tatsächlich gelungen, von außerhalb diese Viererwette zu treffen. Ja, Ronald. Wow. Ne? Gratuliere. Gratulation. Ronald frisch von der Koppel zurück. Ne? Ja, genau. Richtig schon am Champagnerstand. Gestaden, genau. Ja, richtig in Form. Also wir hatten sie alle. Wir hatten Killerbiene, wir hatten Onivar, wir hatten Liberty London, wir hatten Müllers Arp. Und wer hat das letzte Rennen noch gewonnen? Wer war das, das wir noch hatten? Ich weiß nicht, aber wir haben sie alle genannt. Also man muss genau zuhören, man muss nicht unbedingt das Pferd wetten, auf das wir uns hinterher einigen. Das nennt man dann Demokratie. Wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Also man darf auch die Nebensätze sich durchaus anhören. Wenn man wetten will, dann kann das sehr, sehr erfolgreich sein. Die Wetttipps im RaceBets Podcast. Wir fangen jetzt mit dem Derby an. Wir haben schon viel drüber gesprochen. Es ist ein Wettderby auf jeden Fall. Das ist spannend. Wer möchte denn eigentlich jetzt mal mit dem Wetttipp anfangen? Nika sagt hier, weil Nika meint, sie wäre die Queen of Derby, weil sie war ich mit ihrer Wettart, weil sie nämlich eigentlich immer nur Schlenderhahn
und Adlerflüge. Deswegen war sie letztes Mal sehr erfolgreich. Gut, sie hat 1 und 2 angesagt. Das ist, muss man fairerweise sagen. Also hat sie jetzt auch Aufschlag. Nicker. Ja, und ich habe ein großes Problem, denn der Schlenderhahner, dem traue ich nicht. Denn die Schwarz-Gold-Linie, die hat mich schon ganz oft verlassen, vor allen Dingen im Derby. Und deswegen ist mein Tipp eigentlich nicht Sky Out gewesen. Denn Marshall Eagle startet nicht. Und ich habe mich letztes Jahr in Röttgen, habe ich mich in ein Pferd verguckt. Ich wusste nicht, wer das war. Ich stand neben Markus Klug und habe gesagt, hör mal, wenn ihr den, also wenn der nix taugt oder so, ne, dann ruft er mich mal an. Das ist ein schönes Pferd. Das war Nordstrand. Nordstrand war so ein bisschen properer Bursche, so ein bisschen klein. Der ist da noch gar nicht gelaufen, war nur so ein netter 2-Jähriger. Aber ich habe den gesehen und habe gedacht, das ist ein Pferd. Was der für eine Hinterhand hat, Wahnsinn. Und deswegen heißt mein Tipp Nordstrand. Und ich habe den auch im Januar gespielt mit einer Megaquote. Und das zweite Pferd ist für mich Valando. Da muss ich auch nicht groß zu erzählen. Der steht gegenüber von Toccata Tasso. Der hat sich das abgeguckt, der kann. Ach so. Logisch. Ist ja klar. Ja. Okay, wir gucken einmal auf den Derby-Langzeitwettmarkt, wo deine Pferde da so stehen. Also Valando 20-1. Und Nordstrand, da gucken wir noch weiter runter. Der ist heute gesunken, glaube ich. Der ist heute von auf die 50, glaube ich, gekommen. Nee, 60-1. Ah, 60-1 immer noch. Also Nordstrand und Valando. Kannst du nochmal nachlegen, Nika. Ja, genau. Ich habe den Siegplatz gespielt und werde damit happy sein am Ende. Dann würde ich sagen, die Jugend hat angefangen. David, dann machst du jetzt weiter. Du bist unser Senior in dieser Runde. Also ich muss sagen, dass ich im Langzeitmarkt schon 5 Pferde für das Derby gewetzt habe und gerade verlaufen, immerhin ein kleiner Erfolg. Mein größter Mum ist dein Mum, Krauke, Son of Gold. Ich habe auch gestern wegen der Startbox-Geschichte mit Simon Minch gesprochen. Er meint, dass 19 für Son of Gold gar nicht so schlecht ist. Das ist ein Pferd, das von hinten kommt und der René kann ihn natürlich gleich nach innen bringen und warten und warten. Die gerade in Hamburg ist sehr lang. Und wenn er das richtige Speed einsetzt, vielleicht kann er das schaffen. Wie wir haben alle gesehen, wie er in der Union-Rennen gelaufen ist. Der hat nicht das Maximum rausgeholt, um es höflich zu sagen. Ich glaube, dass es ein gutes Pferd ist. Ich glaube, der Boden, der ein bisschen weich sein wird, das passt ihm sowieso. Und ich glaube, dass er von hinten kommen kann und die mit Speed alle überrollen kann. Trotz der Sharpbox 19. Mein zweiter Mumm ist natürlich, eigentlich habe ich Mumm auf alle 3 Chippy-Pferde. Ich habe auch Chippy gewettet. Das gibt bei RaceBets die Kurs 45 auf Chippy als Trainer des Derby-Siegers. Das finde ich ein guter Kurs. Stahlwette bei RaceBets, ne? Okay. Und also Son of Gold ist dein Mumm. Ja. Ronald und Christian, wer möchte dann von euch weitermachen? Naja, ich wollte erst mal sagen, dass mir der Harald wirklich vorhin aus der Seele gesprochen hat, als es um das Thema, wer gewinnt das Derby und wen wettet man fürs Derby ging, weil ich das ganz genauso sehe, dass das doch immer eine Relation zwischen Kurs bzw. Quote und der Wahrscheinlichkeit ist, die man selber da sieht. Und insofern würde ich mich schwer tun, wirklich auch Alter Adler zu wetten, obwohl seine Frankreich-Leistungen sicher gut waren. Das ist gar keine Frage. Aber ich finde, dass er einfach, wie der Harald auch sagt, dass seine Favoritenstellung zu exponiert ist. Und wenn die Pferde zwischen 1 und 19 wirklich nur 4 Kilo auseinander liegen, dann muss man einfach nach Alternativen suchen. Und ja, ich bin da sehr bei euch. Ich habe Son of Gold ja schon hier im Podcast, ich weiß nicht, wann wir das erste Mal über das Derby gesprochen haben, irgendwann im Winter, habe ich ihn genannt, habe ihn damals auch gewettet. Ich war schon ein bisschen schockiert jetzt nach der Startplatzauslosung. Aber ich glaube auch, René Picholek ist eigentlich ein guter Mann dafür. Der hat die Ruhe für sowas. Ich meine, er hat bewiesen, er hat es mit Sunny Queen bewiesen und er hat es mit Amazing Grace bewiesen, dass er einfach im Rennen die Ruhe bewahren kann. Und wenn das Pferd gut genug ist und eine Chance hat, dann wird er auch irgendwie nach vorne kommen. Ich hatte noch so ein kleines bisschen Mumm auf Santorini, weil der in den letzten beiden Rennen wirklich einen ganz grottenschlechten Rennverlauf hatte. Aber da ist die Startnummer A auch schlecht und B bin ich da nicht so ganz sicher mit dem Stehvermögen über 2400 Meter. Also insofern kann ich auch gut mit Son of Gold gehen, obwohl es natürlich noch jede Menge Alternativen gibt. Bevor Christian jetzt drankommt, ich habe ja mächtig viele Trainerstimmen gesammelt. Dann denke ich mal, fangen wir doch mal an mit der Stimme des Trainers, der den Favoriten im Moment auf dem Derby Langzeitmarkt sattelt, mit Waldemar Hickst. Ich habe eine Frage. Also Waldemar Hickst, Alter Adler, ist
ein Pferd, das hat man ja in Deutschland gar nicht laufen sehen, hat die Startnummer 5 und gilt doch als der Geheimfavorit in einem Feld, das sehr, sehr offen ist ansonsten. Was sagt denn der Trainer dazu? Ja, das Pferd ist bewusst nicht in Deutschland gelaufen, weil ich wollte den aufbauen in Frankreich. Mit Rennen war es ein bisschen anderes Laufen als hier in Deutschland. Der ist immer über 2,4 gelaufen, der ist richtig Steher, der kann von guten bis schweren Boden. Das Pferd hat Speed, das Pferd hat Phlegma, also der braucht, der hat alles, was er braucht für Service. Also Sie sind sehr optimistisch, was ihn angeht. Adlerflüge haben es auch im letzten Jahr ja gezeigt, wie das geht mit dem Derby-Gewinn. Ja gut, Adlerflüge oder nicht Adlerflüge, wie gesagt, also der hat nichts falsch gemacht, das Pferd. Wir hoffen auf gutes Laufen. Das Pferd ist in guter Vorbereitung gewesen. Jetzt ist alles gut. Er hat gut gearbeitet. Er fühlt sich wohl. Und dann muss man sehen, wie gesagt, also Derby ist sowieso so eine Sache. Muss alles passen. Ne? Wie sind Sie denn mit der Startbox zufrieden? Ja, mit Startbox innen, außen ist egal. Wenn der Boden weich ist und durchgetrampelt ist, sowieso äußere Startnummer, vielleicht ist nicht so verkehrt. Am den Tag muss das Pferd gut sein und Jockey gut sein. Das war's. Und wenn das Pferd nicht gut ist und der Jockey ist schlecht, schlechtes Rennen gehabt, dann ist sowieso alles vorbei. Der Derby kriegt ja noch in der Sammlung. Ja, wir waren ganz, ganz nah am Derby mit dem Sardino. Der hat auch nie so guten Rennverlauf gehabt an dem Tag. Könnte auch das Derby gewinnen damals für Gestüt auf Westerberg, für Herr Klöber. Wie machen Sie das mit der Anreise? Wann kommt der nach Hamburg? Der reist am Samstag, ich glaube mittags ab hier, sodass wir nach den letzten Rennen da ankommen abends. Und reisen ist er ja gewohnt, hat er keine Probleme mit? Na, eigentlich der ist unkompliziert. Gut, dann wünschen wir Hals und Bein. Alter Adler ist ja auch auf dem Derby-Wettmarkt, auf dem Langzeitmarkt ganz, ganz weit oben. Ja, ich hoffe, dass die Leute haben recht mit denen, mit dem Wetter. Dann gehen wir natürlich weiter zu den Hünihofern. Wir haben eine große Geschichte gemacht über die in der vergangenen Woche. Da haben wir fast alles gesagt. Jetzt kommt natürlich diese Startbox-Komponente noch dazu, noch ein Reiterwechsel. Und hören wir doch mal, was zu diesen dreien gesagt wird. Ich habe jetzt am Telefon Jean-Pierre Chipy-Cavallo, der Trainer des Hünihofer-Trios. Einer davon geht mit der 1 ins Rennen. Die 1 auf der Satteldecke, also das ist ja schon mal was, Chipy. Sea of Sands hat die Startbox 12. Damit kann man leben, glaube ich, oder? Ja, damit kann man leben. Das ist gut verteilt dieses Jahr, was die Favorit und Außenplätze angeht, dass sie hier auf der ganzen Breite verteilt sind. Es befindet sich ein paar angesagte Pferde innen, ein paar angesagt in die Mitte und ein paar angesagt außen. Wir haben in unserem Podcast den Chefhandicapper Harald Siemen gehabt. Der hat eine sehr interessante Statistik mitgebracht, was die Startboxen angeht. Und zwar führte dieser 1968, seitdem gibt es Startboxen und da demnach ist die Startbox 12 eine der erfolgreichsten. Da sind zwar nur 2 Derby-Sieger rausgekommen, aber 13 Zweitplatzierte. Und damit ist man eigentlich, was so Plätze 1 bis 4 angeht, ist die Startbox 12 die zweitbeste überhaupt. Mal, das hört sich gut an und wir hoffen, dass das so weiter bleibt. Ja, und dann die 13 ist auch nicht schlecht. Da kamen immerhin 3 Derby-Sieger raus. Die 13 hat Sassoon. Da hast du deinem Nachwuchsmann Robin Hedens jetzt die Chance gegeben, weil Sibylle Vogt ja doch jetzt für ihren Stall reiten muss, für Peter Schirr. Ja, das gehört zum Politik unserer Team und unserer Stall mit unserer Besitzer, dass wir immer wieder die Jungs eine Chance lassen möchten wollen und die müssen irgendwo anfangen und man muss mal auch sehen, wie die damit umgehen. Wir bereiten der Zukunft vor und das ist mit sicherlich eine sehr gute Chance, aber der Robin ist jemand, der starke Nerven besitzt und mit Sicherheit damit klarkommen würde. Und schließlich ist er rein, ne? Und wird gelaufen, wie fast alle anderen Rennen, ein bisschen mehr mit Spannung. Last but not least, Son of Gold. Der ist fast ganz außen mit der 19. Da wird es dann schon ein bisschen kribbelig, oder? Ja, das ist natürlich keine schöne Nummer.
Und solange ich gelesen habe, auf dem Startnummer ist noch kein einziger Derby-Sieger rausgekommen. Ich habe auch gelesen, dass der 18. auch noch kein Derby-Sieger, also wir müssen auf zwei Nichtstarter aufhören, zwischen 13 und 20, dass der auf dem 17. weiter rückt oder setzen. Das ist ein bisschen zu viel Fortis, sehe ich schon. Nein, aber für diese drei Kandidaten, wenn ein Pferd ein schlechter Nummer bekommen sollte, ist der Son of Gold vielleicht der passende Pferd dafür, dass er ein Pferd, der Zeit braucht, um in die Rolle zu kommen und wahrscheinlich auf Warten geraten werden soll, ist vielleicht die Startnummer für ihn besser, dass er die 19 gekriegt hat, als die beiden anderen. Davon abgesehen, die wollen vielleicht nicht schauen, etwas weich zu werden in Hamburg und ist vielleicht eine äußere Startnummer, vielleicht ein Nachhinein keine Nachteil. Und der Chef Ben Kepper, der hat natürlich die Aufgabe, die Pferde zu ranken. Und er sagt, es gibt nur einen Gruppesieger in diesem Rennen. Und deswegen geht der aber auch mit einem von deinen Pferden natürlich, mit Sea of Sands. Das hört sich auch wieder gut an. Also alle Ampeln sind auf grün gestellt. Und jetzt muss man hoffen, dass wir kein Unglück erleben werden am Sonntag. Dass die Jungs gut inspiriert sind in Rennen, dass alle Pferde gesund zurückkommen und dass das beste Pferde gewinnen mag. Ich danke dir, Schippi. Ich wünsche dir auch Hals und Bein. Danke. Dann machen wir das jetzt nochmal rund. Wir machen dann noch eine zweite Runde. Den Nordstrand von Nika. Das ist natürlich einer aus diesem Quartett von Markus Klug. Und das sagt der zu seinen vier Derby-Startern. Ja. Ich spreche jetzt mit Markus Klug. Ich denke mal auch noch zu Hause im Gestüt oder in Hamburg. Ja. Nein, zu Hause. Zu Hause. Man hört im Hintergrund. Also deine die Pferde wiehern. Vier Starter hast du im Derby, Markus. Wir machen das chronologisch, dass du zu jedem kurz versagst. Also Sky Out ist mit der Nummer 4 nominell das best eingeschätzte Pferd. Mit der Startbox 16. Also die macht dir keine Angst, so eine zweistellige Zahl. Nee, mach mir keine Angst. Ich habe das Derby schon gewonnen mit zweistelligen Nummern zweimal. Also ich finde es sogar besser, wie wenn man ganz innen steht. Sky Out, gut, er war Dritter in Union, hatte sogar eine Trainingspause zwischendrin. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht mehr sieglos, weil eigentlich war noch ein Start im sieglosen Rennen dazwischen geplant. Ich gehe mal davon aus, dass er es wahrscheinlich gewonnen hätte. Dann so geht er natürlich als Siegloser ins Derby. Aber wie gesagt, die Form im Union-Rennen war sehr gut. Das war doch hoffnungsvoll ins Rennen gehen. Ich denke, weicher Boden, wenn es den geben wird, wovon ich im Moment ausgehe, das kann er auch. Also immer ganz zuversichtlich. Und im Sattel sitzt jemand, der jetzt seit letztem Jahr auch weiß, wie man dieses Derby gewinnt und auch das letzte Mal die Bahn kennengelernt hat, das erste Mal. Ja, genau. Ja, Roland Thomas, Leiter von Innswoop, und ich hätte nichts dagegen, wenn er zweimal das Derby hintereinander gewinnt. Ja. Gut, die Konkurrenz ist aber auch noch im eigenen Stall. Von der Reihenfolge her dann der Holger Renz, der war ja sehr ehrgeizig, wenn man zusammenrechnet, was der alleine für seine Derby-Nennung ausgegeben hat, für seine vielen Pferde, dann wird einem auch ein bisschen schwindelig. Zwei haben es ins Derby geschafft, einer ist bei dir, Ab und Zu. Ja, Ab und Zu ist in Düsseldorf toll gelaufen, also ich glaube, dass die Bahn nicht mal so ideal war, der kam da vom letzten Platz, man hat tollen Speed gezeigt, auch der Sieg im Sieglosen davor war sehr überzeugend. Er ist ein Pferd, was sich unheimlich gesteigert hat von 2- auf 3-jährig, was sicher 2-4 kann, vielleicht sogar noch weiter. Ich habe nur bei ihm so ein bisschen Bedenken wegen Boden, wenn es weich wird. Weil Callisto, da habe ich ja genug Erfahrung mit, sind besser auf schneller Bahn. Also die meisten. Aber ja, er ist ein großer Steher auf jeden Fall und ein sehr, sehr abgeklärtes, unkompliziertes Pferd, was man eigentlich im Derby braucht. Und deswegen rechnen wir uns da auch schon, denke ich mal, berechtigte Chancen aus, um den ersten 4 zu sein. Weiter geht es mit Nordstrand. Der hat eine einstellige Startnummer, aber doch so schön mittendrin, die 7. Maxime Fischer ist wieder fit. Der hat sich den ausgesucht. War das sein Wunsch? Also das bei ihm war schon ganz früh, schon 2-jährig, hatte er immer gesagt, das ist eigentlich so sein Mumm fürs Derby. Er hat sehr viele Anläufe gebraucht dann, um ein Siegloses zu gewinnen, war aber immer hinter guten Pferden Zweiter, war nie schlechter als Dritter, hat dann überlegen gewonnen im Sieglosen Rennen in Leipzig und die Form in Hannover war schon richtig gut, da von ganz hinten. Er hat natürlich ein strammes Programm gehabt die letzten Wochen, darf man nicht vergessen, aber Hannover war die letzte Chance, ins Derby zu kommen, die hat er genutzt. Und er ist ein Pferd,
was eigentlich immer wenig Substanz verliert nach dem Rennen und er ist gut drauf. Und ich sag mal, in dem Derby ist viel möglich. Ja, wenn er einen guten Rennverlauf hat und wir ein bisschen Glück haben, dann kann er auch in den Geldrängen auftauchen. Also wie fast jedes Pferd in dem Feld, wie ich finde. Ich muss ja sagen, als ich das Rennen in Leipzig gesehen habe mit den Besitzern, da geht einem ja auch das Herz auf, oder? Ja, auf jeden Fall. Mir auch. Es war ein sehr schöner Tag mit den Besitzern zusammen. Wir sind mit dem Zug gefahren nach Leipzig, haben uns dann in Frankfurt getroffen, weil die Besitzer kommen aus Frankfurt und sind dann gemeinsam gefahren. Es war schon ein sehr, sehr schöner Tag und dann auch relativ emotional. Ja, wir haben schon ewig Rennpferde. Ja, und jetzt so ein konstant treues Pferd, was nur nach vorne gelaufen ist bis jetzt. Und im Wunsch auch einen Derby-Starter zu haben und der ist jetzt in Erfüllung gegangen. Schon schön. Ja, ja, also wir müssen das mal kurz erwähnen, wer das ist. Das ist der Stall Svenja und dahinter verbergen sich Jürgen und Renate Heine. Also aus wirklich Frankfurt, genau. Ganz, ganz langjährige Besitzer und die waren zu Tränen gerührt, also bei den ja, genau. Also, ja, das ist auch ist ein Röttgener Pferd, der hat ihn gekauft als Jährling. Ja. Gut, und dann noch die 17 Elegant Maximus Wittekindshof, Martin Seidel zurück. Ja, er hat sich auch immer weiter gesteigert. Die Form in Düsseldorf war gut. Als Dritter hat auch ins Derbyfeld geschafft. Ich denke, für ihn wäre der weiche Boden gut, wenn es den gibt. 2-4, denke ich, kommen ihm auch noch mehr entgegen als die 2-2 in Düsseldorf. Für ihn gilt eigentlich das Gleiche wie für Nordstrand. Wenn er einen guten Rennverlauf hat, dann kann er auch nach vorne laufen. Aber das Derby ist so offen dieses Jahr, schon von den WAG sieht es von der Nummer 1 bis der Nummer 20, wie viel da dazwischen liegt, also fast nichts. Sehr, sehr offen. Markus, ich wünsche dir alles Gute und vor allem, dass alle vier Pferde gesund in die Startboxen einrücken und danach liegt es eh nicht mehr in deiner Macht. Danke, danke. Vielen Dank. Okay, mach's gut, tschüss. Ja, danke, tschüss, tschüss. Ja, wer fehlt dann natürlich? Auch vier Starter hat einer, der war letztes Jahr in aller Munde. Das war Henk Greve, von dem redet eigentlich kaum einer. Also Marcel Weiß, wahrscheinlich auch noch in Mülheim. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Frauke, grüße dich. Ein Derby-Starter ist übrig geblieben bei dir, Valando. Was sagst du denn zu dem? Startbox 8 klingt erstmal gut. Wie kann er den Boden? Ich bin mit der Startbox sehr zufrieden. Aus der Position kann man auf alles reagieren. Und der Boden spielt bei Valando überhaupt keine Rolle. Und umso durchlässiger oder umso weicher er ist, umso mehr kommt ihm das noch entgegen. Also er ist eigentlich bodenunabhängig, aber er liebt es, wenn der Boden doch ein bisschen weicher ist. Also wird er die Bedingungen vorfinden in Hamburg? Wir sind jetzt am Donnerstagmorgen, da hat es also die ganze Nacht geregnet. Es soll ein bisschen aufhören, also dass es kein Sumpf wird. Also denke ich mir, das passt schon mal. Eduardo Pedrosa jetzt im Sattel. Ich glaube, das ist ja durch mehrere Umstände so zustande gekommen. Und du bist nicht böse drum. Der weiß ja jetzt endlich auch, wie man Derby gewinnt. Hat ja lange noch gedauert, aber jetzt weiß er es. Ich bin überhaupt nicht böse darum. Also es war am Dienstag, spät vormittag, kam die Absage von Gerard Mosse. Er muss noch für Aga Khan reiten. Da kann man nichts machen. Er hat da eine Verpflichtung für. Und ja, da mussten wir reagieren. Da haben die Leitungen natürlich geglüht. Und man gab mir dann den Tipp, dass Eduardo Pedrosa keinen Ritt hätte. Da habe ich angerufen. Und dann war eigentlich alles ganz schnell klar. Eddie freute sich, ich freute mich. Und perfekt. Passt eigentlich alles, oder? Auenquelle hat das Derby allerdings noch nie gewonnen. Nein, das stimmt. Wir waren letztes Jahr mit Torquato Tasso Zweiter gewesen. War schon ein Riesenerfolg gewesen. Möglich ist alles. Ich sage dieses Jahr, das Derby ist so offen. Es sind natürlich ein, zwei heiße Kandidaten drin, denke ich mal, die für alle ein harter Prüfstein werden. Aber, wer ist das denn für dich? Wer sind denn die heißesten? Aus meiner Sicht ist es von Chippy Cavallo, Sea of Sands und Alter Adler, ich denke mal. Da sollte man auch ein bisschen Respekt vor haben. Aber möglich ist alles. Ich denke, bei dem das Pferd ist, liegt nicht allzu viel auseinander. Und ich glaube, jeder kann dieses Jahr das Derby gewinnen. Es kommt viel auf den Rennverlauf an. Wer kommt mit dem Boden zurecht? Und da spielen ja immer viele Faktoren eine Rolle. Aber ich bin mit unserem Starter optimistisch. Platz 3, 4 ist drin. Wenn mehr drin ist, freue ich mich natürlich. Also mit den äußeren Bedingungen haben wir überhaupt gar keine Probleme. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich habe eine Statistik von Harald Siemen. Ne? Aus der 8 hat noch nie jemand das Derby gewonnen. Aus der 8 seit hat noch nie jemand 68, das Derby gewonnen? Seit 68 ist die Statistik. Okay, okay. Aber 9-mal Zweiter. 9-mal Zweiter. Gut, mir hat die 8 letztes Jahr öfters Glück gehabt. Ich habe es auf dem Wischtuch gehabt. Ja, du gehörst ja zu den 9 dann, die Sätze 2 bis 4. Also die 8 als solches ist schon eine der besseren, aber eben keine Sieger, ne? Ist wirklich sehr spannend und mal schön zu wissen. Aber ich freue mich auch, wenn ich Zweiter werde, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? Also von daher bin ich da jetzt auch nicht ganz böse drum. Ne? Gut. Okay,
alles klar, Marcel. Mach's gut. Tschüss. Alles klar, wir hören uns. Tschüss. Christian, jetzt hast du eine Menge gehört. Du hast wirklich ganz früh uns ans Herz gelegt, Alter Adler. Ich erinnere mich, ganz am Anfang hast du Dolcetto genannt. Von denen haben wir jetzt alles gehört. Jetzt bin ich mal gespannt, was du so für uns hast. Ah ja, das ist aber jetzt ist ja eine ganz schwierige Lage jetzt für mich. Nein, du bist so, ja. Ja, aber ich habe vor Monaten schon von Alter Adler gesprochen, habe dann gehofft, der läuft in der Union, ist er leider nicht gelaufen. Wir haben ja auch schon oft genug gehört, zu der Quote kann man Alter Adler schlecht wetten, das sehe ich leider genauso. Ich kann nur hoffen, dass die ganzen Fans von Alter Adler das Pferd schon lange im Langzeitmarkt gewettet haben, weil da waren die Quoten teilweise sehr, sehr gut. Ne? Aber trotzdem, kurz muss ich noch was zu Alter Adler sagen. Ist der einzige, bei dem ich mir sicher bin, dass der 2400 Meter die optimale Distanz ist. Und dann, der ist auch einmal in Frankreich gelaufen, zusammen in einem Feld 17 Pferde. Also der hat auch gelernt, in großen Feldern klarzukommen. Also es spricht schon sehr, sehr viel für ihn. Aber klar, die Startboxen, wisst ihr ja alle, sind mir scheißegal. Ich suche, wenn ich Mumm auf dem Pferd habe, suche ich nicht vorher schon Ausreden, warum es nicht geht. Also wenn ich Mumm habe, habe ich Mumm, da ist mir die Startbox ist halt egal. Der Dolcetto wurde letztes Jahr schon genannt. Ich bin in diesem Jahr von der Performance von den Grevestartern nicht so ganz überzeugt. Und deswegen bin ich auch von Dolcetto ein bisschen abgekommen. Aber wenn ich jetzt sehe, er war in der Union trotzdem Zweiter und alle Pferde, die hinter ihm waren, haben für mich in dem Derby eigentlich keine Chance. Dann nehme ich mal als Außenseiter so ein bisschen Aff und so. So ein bisschen zur höherer Quote und ein Pferd, das mir so ein bisschen gefällt. Den habe ich auch damals so ein bisschen als Mumm gehabt, als er in Düsseldorf das Listenrennen gewonnen hat. Ist ein Speedpferd, das könnte ihm in Hamburg entgegenkommen. Da stört mich auch die Box 18 nicht. Der kann sich ein bisschen außen hinlegen und wenn er ein schönes Rennen hat, dann kann das auch gehen. Und Markus Klug hat immer aus zweistelligen Startboxen das Derby gewonnen, hat er gestern noch erzählt. Also das ist so ein bisschen das Pferd für die Quote, aber ich denke halt schon, dass Alter Adler das solideste Pferd ist, nur halt jetzt für eine Wette kurz vorm Start ist Alter Adler aufgrund der Quote ein bisschen uninteressant, muss ich natürlich dazu sagen. Wir spielen aber auch das Gewinnspiel, vergesst das nicht. Also RaceBets Podcast Champion, da gucken wir nicht nur nach der Quote. Also wir geben ja einmal die Tipps allgemein, aber wir wollen auch unser Gewinnspiel gewinnen. Also Christian, du warst jetzt dran und jetzt sage ich, Hamburg is calling, ihr beiden. Was sagt ihr denn so? Fang an, Jimmy. Ich habe nicht viel zu sagen jetzt, weil Ronald hat alles gesagt, was ich sagen wollte und David wörtlich gesagt, was ich sagen wollte. Ich bin auch ein Son of Gold Fan und ich stimme auf Son of Gold. Ich habe Son of Gold gewettet, ich habe auch Sea of Sands gewettet. Ich glaube, Sassoon ist nicht gut genug und kann so weit nicht. Und er wird auf Warten geritten, Sea of Sands von seinen Startbox. Ich bin ziemlich sicher, dass Alter Adler das nicht gewinnt. Obwohl es ein ganz schwaches Derby ist, vielleicht hat er nur eine Chance, weil es schwach ist. Weil normalerweise ist er nicht gut genug. Ich mag diese Marshall Eagle Form nicht und diese Bubble Gift. Für mich, das sind Gruppe 3, Gruppe 2 Pferde. Und das haben wir in Gruppe 1 hier als deutsche Derby. Das alte Adler Form ist nicht mein Ding durch Marshall Eagle. Für mich Son of Gold. Aber das ist mehr Herz als Verstand, weil ich keine Art Form gesagt, das sagt, der gewinnt ein Derby. Aber wie gesagt, der Derby ist so schwach, jeder kann vielleicht gewinnen. Immi könnte das Ding gewinnen, dann alle sagen, oh ja, aber das Form war ganz toll, ne? Und so wird das laufen, glaube ich, im Derby. Ja, das ist meine Meinung. Katrin. Ich kann das alles nur wiederholen, was bisher gesagt wurde. Es ist halt eben sehr offen. Das sagt ja schon der Handicapper. Hönihofer Pferde haben eine super Chance und das ist auch eine super Geschichte. Mir gefallen ganz gut Dolcetto. Ich kann mich da anschließen, was Christian gesagt hat. Das Laufen in der Union fand ich sehr gut und ich habe immer noch im Ohr, wie zufrieden Herr Greve war, auch nach dem Laufen in Hoppegarten, wo ich ja ihm quasi in den Mund legen wollte, dass das eine ganz schlechte Leistung war und er zu mir sagte, nein, ich würde ein ganz anderes Pferd sehen, wenn es ein bisschen weicheren Boden gibt und auch mindestens 2200 oder 2400 Meter. Da habe ich Mumm drauf. Und dann muss ich sagen, so als Außenseiter habe ich ausgegraben. Also Außenseiter sind ja sicherlich viele, aber einer, der mir noch ganz gut gefällt. Normalerweise hätte ich bei Start Nummer 10 schon Strich gemacht, weil ich immer glaube, darunter die Pferde sind nicht gut genug. Aber dieses Jahr mache ich eine Ausnahme und mir gefällt noch ganz gut Diamantis, die Nummer 11. Also ich mache da mal Entschuldigung, dass der letzte Start, dass er den gebraucht hat. Ich kann mir vorstellen, dass er auch also von der Abstammung her ein bisschen weicheren Boden, also ich gehe auch davon aus, dass der Boden zumindest eben so gut bis weich sein wird, nicht richtig gut oder so. Und man braucht auf jeden Fall Stehvermögen. Golden Horn haben wir ja nicht nur einen, aber ihn auch. Und ja, ich weiß auch nicht, der gefällt mir ganz gut. Und Trainer hat eine super Form, hat auch eine Elle im Stall über, ja, vielleicht sogar das beste Pferd des Jahrgangs, Best of Flips. Und ich habe gehört, dass er ganz
auch ganz zufrieden sein soll mit den Leistungen des Pferdes. Bisschen unglücklich beim letzten Start war, aber wie gesagt, ich denke mal, dass es da vielleicht zwischendrin Grund für die etwas längere Pause gab und ich habe ein bisschen Mumm, dass er sich steigern kann und hier auch ein sehr gutes Rennen laufen kann. Darf ich mich kurz noch mal einschalten, was Katrin gesagt hat, das möchte ich unterstreichen, wenn sie gesagt hat, sie macht einen Strich unter die Nummer 10. Ich bin ja ein Freund von Statistiken und habe herausgefunden, in den letzten 25 Jahren haben 24 Derby-Sieger mindestens 90 Kilo gehabt. Also es hat kein, bis auf einen, das war Robertico, haben alle Derby-Sieger mindestens 90 Kilo gehabt. Also insofern stimmt das schon, wenn man nur, sich nur auf den Sieger ausgeht, dann braucht man gar nicht weiter nach unten gucken. Also, ein Einwurf von Harald und mich wundert doch, dass niemand über Lord Charming spricht. Also der ist gerade mal eben für 65.000 Euro, ist ja nichts, ne, nachgenannt worden und die haben sich ja auch was dabei gedacht. Deswegen habe ich natürlich auch mit Peter Schürgen gesprochen und der hat ja 3 Derby-Starter, über den einen haben wir schon gesprochen, das ist Imi. Liebmann ist auch noch ins Feld gerutscht als allerletzter, aber natürlich habe ich ihn zuerst nach Lord Charming gefragt. Peter Schürgen hat seit Montag, beziehungsweise definitiv seit Mittwoch, 3 Derby-Starter. Am Montagmorgen, wir haben Reginald Graf von Normann im Interview gehabt. Peter, gab es eine Standleitung nach Bayern? Ja, war eigentlich erstmal überraschend, aber nachdem das Starterfeld so geschrumpft ist, hat man uns das überlegt. Und von der Klasse braucht er sich sicherlich nicht verstecken. Ihr habt das nach der Morgenarbeit entschieden. Also du hast praktisch den Rennkommentator gegeben und hast den Reginald Normann angerufen und hast ihm genau berichtet, wie es war? Ja, besser, der Racing-Manager hat das mit ihm besprochen und dann haben wir uns einfach zu dritt einig, dass wir den Schritt wagen werden, weil er macht einen guten Eindruck und von der Klasse her gehört er sicherlich ins Feld rein. Die Startbox 5 klingt erstmal ganz gut. Wie ist das auch sehr gut. Also der Boden vor ihm kann man nicht feststellen bei ihm. Ich denke, der Boden wird elastisch weich werden und ich glaube, da wird er keine Probleme mit haben. Also du kannst das mit gutem Gewissen verantworten, dass ein Besitzer 65.000 Euro für so einen Start ausgibt. Das war der Wunsch vom Besitzer und vom Manager, Wilhelm Feldmann. Mit Gorsan hat sich auch noch für ihn entschieden. Das hat sich auch noch ein Plus und ich denke, das ist alles zu rechnen soweit. Gut, also wir sind gespannt. Das Einzige, was die Leute sagen, dass der Vater Sam Spirit vielleicht nicht unbedingt für die 2400 Meter Pferde macht. Das kann sein, aber so vom Eindruck ist er relaxed im Rennen. Er poolt nicht, er ist entspannt, galoppiert er und deswegen glaube ich schon, dass er auch die Distanz am Sonntag stehen kann. Dann wünschen wir dafür schon mal Hals und Bein. Kommen wir aber jetzt zur 19, Imi. Ein Pferd von Holger Renz, der hat ja ganz viele Pferde für dieses Rennen angemeldet. Es sind am Ende vom Tag 2 übrig geblieben, die laufen dürfen. Sibylle Vogt jetzt im Sattel. Ich glaube, da wart ihr gestern mit der Startnummernauslosung nicht so ganz glücklich. Nee, da sind wir nicht ganz glücklich mit der 20, aber ich meine, das können wir jetzt nicht ändern. Aber ich denke, Sibylle ist in guter Form und das Pferd ist in guter Form. Ich denke, ein bisschen Glück gehört dazu natürlich mit der Startnummer, aber er macht auch einen Eindruck der Arbeit und die von uns behandeln. Das letzte Pferd, das ist der, der ein bisschen unter den anderen steht, der ist auch ganz zum Schluss erst reingerutscht, als sich überraschenderweise Manfred Ostermann schon Stück Edling entschieden hatte, das Zempress doch nicht laufen zu lassen. Du hast den Liban auch schon aus dem Derby rausgehabt und dann wieder reingenommen, auch wahrscheinlich, weil du gesehen hast, ey, da geht noch was, das Pferd dezimiert sich ja zunehmend. Ja, nur war man natürlich ein bisschen enttäuscht mit ihm, mit dem Laufen, was nicht passte eigentlich. Von der Arbeitsleistung ist auf jeden Fall ein sehr gutes Pferd. Da das Feld doch nicht so stark ist, also Pferde, die so super hoch stehen, haben wir uns doch mal entschieden, ihn laufen zu lassen. Und jetzt sind wir ein bisschen Glück, sind wir noch reingerutscht und jetzt werden wir sehen mit der Startnummer 1, ob wir da richtig liegen. Dennis sitzt im Sattel, dein Sohn. Der freut sich sicherlich auch über den Derby-Ritt. Ja, absolut, doch. Ich meine, er hat eine Arbeit geritten und der kennt ihn aus der Arbeit. Und ich denke, dann ist auf jeden Fall im Vorteil. Wir lieber auch. Ist halt ein verrücktes Rennen halt. Ich hoffe, dass wir einen vernünftigen Rennverlauf kriegen werden und dann glaube ich schon, dass wir auch was abziehen können. Gewinnen ist eine andere Sache, aber einen guten Lauf rechne ich schon. Dann machen wir die Trainer jetzt hier auch gleich nochmal rund. Valando ist genannt worden. Nicker, das war einer von deinen Mummpferden. Das sagt Marcel Weiß. Also Marcel Weiß, wahrscheinlich auch noch in Mülheim. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Frauke, grüße dich. Ein Derby-Starter ist übrig geblieben bei dir, Valando. Das
sagst du denn zu dem? Startbox 8 klingt erstmal gut. Wie kann man den Boden? Ich bin mit der Startbox sehr zufrieden. Aus der Position kann man auf alles reagieren und der Boden spielt bei Wallander überhaupt keine Rolle. Und umso durchlässiger oder umso weicher er ist, umso mehr kommt ihm das noch entgegen. Also er ist eigentlich bodenunabhängig, aber er liebt es, wenn der Boden doch ein bisschen weicher ist. Also wird er die Bedingungen vorfinden in Hamburg? Wir sind jetzt am Donnerstagmorgen, da hat es also die ganze Nacht geregnet, es soll ein bisschen aufhören, also dass es kein Sumpf wird. Also denke ich mir, das passt schon mal. Eduardo Pedrosa jetzt im Sattel. Ich glaube, das ist ja durch mehrere Umstände so zustande gekommen und du bist nicht böse drum. Der weiß ja jetzt endlich auch, wie man Derby gewinnt. Hat ja lange noch gedauert, aber jetzt weiß er es. Ich bin überhaupt nicht böse darum. Also es war am Dienstag, spät vormittag, kam die Absage von Gerard Mosse, er muss noch in Aga Khan reiten, da kann man nichts machen, er hat eine Verpflichtung für und ja, da mussten wir reagieren. Da haben die Leitungen natürlich geglüht und man gab mir dann den Tipp, dass Eduardo Pedrosa keinen Ritt hätte. Da habe ich angerufen und dann war eigentlich alles ganz schnell klar. Eddie freute sich, ich freute mich und perfekt. Passt eigentlich alles, oder? Auenquelle hat das Derby allerdings noch nie gewonnen. Nein, das stimmt. Wir waren letztes Jahr mit Torquato Tasso Zweiter gewesen. War schon ein Riesenerfolg gewesen. Möglich ist alles. Ich sage dieses Jahr, das Derby ist so offen. Es sind natürlich ein, zwei heiße Kandidaten drin, denke ich mal, die für alle ein harter Prüfstein werden. Aber, wer ist das denn für dich? Wer sind denn die heißesten? Aus meiner Sicht ist es von Chippy Cavallo, Sea of Sands und Alter Adler, ich denke mal, da sollte man auch ein bisschen Respekt vor haben. Aber möglich ist alles. Ich denke, bei dem das Pferd ist, liegt nicht allzu viel auseinander. Und ich glaube, jeder kann dieses Jahr das Derby gewinnen. Es kommt viel auf den Rennverlauf an. Wer kommt mit dem Boden zurecht? Und da spielen ja immer viele Faktoren eine Rolle. Aber ich bin mit unserem Starter optimistisch. Platz 3, 4 ist drin. Wenn mehr drin ist, freue ich mich natürlich. Also mit den äußeren Bedingungen haben wir überhaupt gar keine Probleme. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich habe eine Statistik von Harald Siemen. Ne? Aus der 8 hat noch nie jemand das Derby gewonnen. Aus der 8 seit hat noch nie jemand 68, das Derby gewonnen. Seit 68 ist die Statistik. Okay. Aber 9-mal Zweiter. 9-mal Zweiter. Gut. Mir hat die 8 letztes Jahr öfters Glück gehabt. Ich habe es auf dem Büschtuch gehabt. Ja, du gehörst ja zu den 9 dann, die Sätze 2 bis 4. Also die 8 als solches ist schon eine der besseren, aber eben keine Sieger, ne? Ist wirklich sehr spannend und mal schön zu wissen. Aber ich freue mich auch, wenn ich Zweiter werde, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? Also von daher bin ich da jetzt auch nicht ganz böse drum. Ne? Gut. Okay, alles klar, Marcel. Mach's gut. Ja, tschüss. Alles klar, wir hören uns. Tschüss. Und last but not least natürlich Andreas Wöhler. Leider Wiesentau raus. Und natürlich habe ich ihn gefragt, weil mich das besonders interessiert. Warum läuft der denn nicht? Ich denke mal, im Gestüt Ravensberg noch zu Hause Andreas Wöhler. Guten Morgen, Andreas. Ja, guten Morgen aus Ravensberg. Ein Derby-Starter ist jetzt noch im Feld verblieben. Das ist das Pferd des Derby-Sponsors von Adi Darboven. Deswegen läuft er natürlich. Das war nicht so ganz klar, denn die Union war nicht sein Rennen. Na, es waren so verschiedene Sachen. Einmal mochte er die feste Bahn nicht so gerne. Dann hatte ich Josef nicht unbedingt seinen besten Tag. Und so macht das Pferd einen guten Eindruck. Aber wenn er an den Münchner Form anschließen kann, dann meine ich, dann ist er auch berechtigt, damit zu machen. Ich habe mit der Vanessa Körner, mit der Gestützleiterin gesprochen. Der hat sich auch irgendwie so ein Eisen eingetreten. Irgendwas war da im Rennen. Ja gut, ein Eisen hat er auch noch verloren gehabt. Ne? Ich sage, da waren verschiedene Sachen, die da nicht passten. Und hoffen wir, wenn er alle 4 Schuhe anbehält, der Boden elastisch ist und dann Josef auch wieder einen guten Tag hat, dann meine ich, dann müsste er auch eine gute Vorstellung abgeben. Er hat eine Startbox, die Nummer 4. Was hältst du von der und was hältst du von den zu erwartenden Bodenverhältnissen? Also es regnet ja. Die ganze Nacht hat es jetzt geregnet. Ja gut, ich meine, das wird ja jetzt ab morgen weniger werden und dann wird es elastische Bahnen fürs wahrscheinlich da auch ein bisschen kaputte Bahn geben. Aber das ist besser wie als zu feste Bahn für den jungen Mann. Und insofern ist das jetzt nicht verkehrt für ihn. Also du traust ihm doch einiges zu, also so, dass der Derby-Sponsor zumindest ein zufriedenes Grinsen übers Gesicht. Nein, das ist kein olympischer Gedanke. Das ist natürlich die Frage, warum läuft Wiesentau nicht? Ja, Wiesentau, da hatte jetzt ein bisschen an dem Kölner Boden zu knabbern. Und das wäre jetzt alles wieder zu früh gewesen. Und deswegen haben wir mit dem Besitzer beschlossen, ihm mehr Zeit zu geben. Das ist natürlich sehr bedauerlich, weil der hätte jetzt den Boden, den er braucht. Ja, was wollen wir machen? Aber Gott, das war jetzt das Rennen noch zur Vorbereitung. Und dann waren das wirklich keine guten Verhältnisse und Bedingungen da in Köln. Und da hat er leider ein bisschen Reaktionen drauf gekriegt. Nichts Verkehrtes, aber das wäre jetzt einfach zu früh.
Also er ist jetzt nicht irgendwie schwerwiegend verletzt oder sowas? Nein, das nicht, nein. Ist natürlich für Ravensberg ein bisschen bitter, weil so viele Pferde haben die auch nicht. Also Winterfuchs konnte ja auch verletzungsbedingt damals nicht im Derby laufen, war eigentlich auch gut drauf. Und jetzt wieder Wiesentau mit so eine Derby-Hoffnung. Also das ist ja für dich auch als Trainer bedauerlich, wenn man eigentlich denkt, man hat so einen Derby-Kandidaten und dann funktioniert es nicht. Aber das ist das Derby. Ja gut, das Rennen gibt es leider nur einmal. Aber wenn das jetzt zu dem Zeitpunkt nicht passt, man kann es da leider nicht erzwingen. Und das Pferd steht immer vorne an und da muss eben alles passen. Und das tut es jetzt im Moment noch nicht und deswegen gehen wir eben weitere Zeit. Northern Ruler, hättest du dir da gewünscht, dass Schlenderhahn sich einen Ruck gegeben hätte für eine Nachnennung oder war dir das von vornherein klar, dass das wohl eher nicht werden wird? Nein, also ich meine, wir sind ja froh, dass das Pferd so eine tolle Entwicklung genommen hat. Und dann war das jetzt auch kein leichtes Rennen und das war zwei Wochen jetzt vor Hamburg. Und deswegen war weder bei den Besitzern noch bei mir jemals der Gedanke, da irgendwie die Nacht zu nennen. Noch ganz allgemein mal zum Derby. Es ist ein komisches Derby irgendwo. Also der richtige Rausgucker ist nicht dabei. Ja, aktuell nicht. Ne? Aber das war es dann die Jahre vorher auch manchmal nicht. Und dann hat sich ja gezeigt, dass das dann doch gute Pferde sind, die letztes Jahr in Zug. Da hast du, also dieses Jahr bist du da auch guter Dinge, was die Dreijährigen angeht? Das ist vielleicht noch ein Ticken zu früh zu sagen. Ne? Das ist, also die Pferde, die wir haben, das sind jetzt nicht so die frühesten. Das sind alles so bei den Dreijährigen Zeit brauchen. Jetzt erst so langsam ins Rollen kommen und das kann man dann erst in der zweiten Jahreshälfte besser beurteilen. Übrigens, die 4 ist die Box, aus der am häufigsten das Derby gemacht wurde. Wow, wow. Okay, also ich habe eine tolle Statistik von Harald, der ist ja the Brain, ne, was sowas angeht. Die hat er mir gerade geschickt. Okay, mach's gut, ne? Grüße an Susi. Alles klar. Tschüss. So, jetzt haben wir es fast rund. Darf ich noch was sagen jetzt, ganz kurz? Der Harald wird mir bestimmt hier zustimmen. Unser alter Freund Heinz Jentsch, der natürlich der erfolgreichste deutsche Trainer war in diesem Rennen, der hat zwei Sachen zum Derby gesagt. Eins, das verrückteste Rennen des Jahres, und das wissen wir ja. Zweitens, es gewinnt kein Pferd im Derby, der einen blöden Namen hat. Und in dem Fall ist ein Pferd sofort zu streichen, leider. Die 8. Christian, ab und zu. Also der kann das Derby nicht gewinnen. Aber Lord Charming, das ist ein sehr schöner Name. Also der kommt bestimmt in die engere Wahl für mich. weil das ist sein Spitzname, meinst du, oder? Wollte ich gerade sagen. Ja, nein, ich nicht. Spitzname. Also Andrea Buchstopp in München galt er nur als Lord Charming. Also der Pferd ist nach dir benannt. Natürlich. Ja. AKA David hat er hinten dran stehen. Ich finde den Namen Af und zu super. Aber okay, das ist alles Geschmackssache. Mich wundert auch, also Henk Greve, die Wahl des Stalljockeys. Ja, total. Der ja wirklich, der will sein 8. Rennen gewinnen, um mit Gerhard Streit gleichzuziehen. Und der nimmt Sisfahan. Das ist ja auch mein Mumm. Also ich habe ja noch 2 Wetten bei mir laufen ja noch. Einen Son of Gold haben wir mehrfach gesagt. Und Sisfahan habe ich auch ganz früh gewettet, weil mir dieses Pferd einfach so gut gefallen hat. Und Andra Stark hat sich auch für den entschieden und hätte die 3 haben können. Okay. Da steht einer die Männer, ich sag's dir. Ja, das ist auf jeden Fall eins der schönsten Pferde. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn Frauke beim Greve in den Stall geht, dann geht die immer zuerst zu Sisfahan und streichelt ihn und macht ein Foto und sagt ihm, dass er sehr schön ist. Ja, aber Gott sei Dank gewinnen nicht immer die Schönsten. Ne? Wollte ich gerade sagen, hätte sie mal gesagt, dass er schnell ist. So. Ja, also einen Name habe ich 3-mal gehört, wenn ich euch aufmerksam zugehört habe. Und zwar ist das der Name Son of Gold. Das ist Davids Mum. Das ist Jimmys Mum. Und wer hat noch Son of Gold gesagt? Ronald. Ronalds Mum. Also 3-mal Son of Gold. Ja, wir sind mutig. Und Son of Gold, das habe ich ja auch gesagt, ist auch meine Wette. Wobei wir eben diese tolle Statistik gesehen haben, dass noch nie ein Pferd aus der 19 gewonnen hat. Noch nie. Seit 1968. Also wenn das klappt, Leute, ne, dann möchte ich nie wieder ein Wort von der Startbox hier hören. Ich komme auf euch noch. Was sagt, mit der Stahl, alles unter 10 wird gestrichen, dann wird direkt abgeschaltet. Das war mit Killerbiene letzte Woche. Ja, Hals war das. Hals. Wollen wir uns darauf jetzt festlegen? Also das ist ja unser Podcast-Gewinnspiel. Wir haben ja auch wirklich gehört, es spricht viel für Alte Adler, es spricht einiges für Diamantis, Christian, Afonso, trotz des Namens, den ich alle schön finden. Aber das wäre jetzt... Sea of Sense natürlich auch, klar. Sea of Sense natürlich auch. Ja,
Also wir müssen jetzt einloggen für unser RaceBets Podcast Championspiel. Ich könnte einloggen, aber ich erwarte den Kniefall nächste Woche. Herr Nicker, was machst du eigentlich, wenn das nicht klappt? Es gibt ja so schön RaceBets Wein, also wir trinken alle gerne Wein. Wie wär's, jeder eine Kiste nach Hause? Der kommt von der Düsseldorfer Rennbahn, da muss ich die Andrea bezirzen. Die haben den gemacht. Den habt ihr ja irgendwie in Auftrag gegeben und bezahlt. Also wir würden uns alle über eine Kiste Wein freuen. Eine Kiste direkt? Ja, natürlich. Wenn Nordstrand nicht gewinnt. Wenn Nordstrand nicht gewinnt. Das ist eigentlich ein guter Deal, oder? Ja, Nicker, du, letztes Mal war das vielleicht etwas naheliegender als bei Nordstrand jetzt gerade, aber okay. Jetzt fehlt noch eins. Also nehmen wir Son of Gold. Loggen wir den jetzt ein. Ja. Okay, also Son of Gold ist der Tipp des RaceBets Wettteams. Und das ist der Tipp von eurem Herausforderer, von Lukas Greis. Der ist 21 Jahre jung und hat den gewählt, den die meisten momentan wetten. Arthur Adler. Genau, alter Adler. Hallo, liebes RaceBets Podcast-Team. Ja, vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf. Letzte Woche hatte ich ja mit Wizz Air einen Sieger in Dortmund, den hattet ihr auch. Am Ende ging das Ganze unentschieden aus, deswegen habe ich gewonnen, glücklicherweise, und bin diese Woche wieder dabei. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich melde mich heute aus dem NH-Hotel in Hamburg-Horn von der Rennbahn und wünsche euch diese Woche viel Erfolg. Das 9. Rennen, ID 152. Deutsches Derby, Gruppe 1, 2400 Meter. Das Rennen, was ein dreijähriges Pferd nur einmal gewinnen kann. 20 Pferde sind am Ablauf, auch wenn wir jetzt sagen, da sind einige Streicher drin. Für mich sind es 7, 8, 9 Pferde, die dieses Rennen gewinnen können. Am Ende habe ich mich für das Pferd entschieden, was ich seit dem ersten Start gewettet habe und was ich seit dem ersten Start verfolge. Alter Adler, ein Adlerflugsohn mit Theo Bachelot. Waldemar Hicks ist der Trainer und ich glaube, dass Theo Bachelot an diesem Sonntag im 9. Rennen mit Alter Adler seinen zweiten Sieg einfahren kann. Interessante Gegner. Natürlich Sea of Sands, Luca Delosier, bärenstarker Reiter. Mir gefällt es, wie er immer wieder viele Pferde nach vorne reitet. Lord Charming mit Bursa Musabayev, nachgenannt für nicht wenig Geld, sollte beachtet werden. Sky Ort, Rona Thomas im letzten Jahr mit In Swoop. Mein Derby-Sieger war es gewesen. Ich glaube aber, dass Sky Ort diesen Sprung nicht wirklich bewältigen kann. Ansonsten sind die Pferde von Holger Renz, Afonso und auch Imi sicherlich interessant. Die Pferde von Geschüt Augenquelle, Valanto, Virginia Storm. Es sind viele interessante Gegner in diesen Rennen drin. Wer wird dieses Derby gewinnen? Das werden wir am Sonntag um knapp 16.15 Uhr wissen. Aber ich habe mich für Alter Adler entschieden. Wir haben insgesamt 7 Rennen. Eins haben wir, das Derby haben wir abgehandelt. Son of Gold ist unser Tipp neben vielen anderen. Wir machen dann weiter am Samstag. Ihr wolltet ein Handicap haben, ihr habt euch ein ganz besonderes ausgesucht. Ronald, das hast du dir ausgesucht. Das trägt einen schönen Namen, Preis vom Gestüt Hönihof, darf man auch mal erwähnen. So viele Sponsoren hat Hamburg nicht, wenn man mal genau auf die Karte guckt. Hönihof gehört dazu und hat ein ganz besonderes Rennen gesponsert. Ronald, dein Part. Genau, einen Ausgleich 3 für Reiterinnen, die ja offiziell, habe ich gelesen, immer noch Amazonen heißen. Also in der Mythologie ein kämpferisches und kriegerisches Frauenvolk zu Pferd. Und manche Frauen im Sattel machen den männlichen Kollegen ja auch heutzutage das Leben schwer. Man denke nur an das erste Zweijährigenrennen in Hamburg bei diesem Meeting. Aber hier sind die Frauen unter sich. 1800 Meter, Viererwette mit 20.000 Euro Garantie. Und die Sache ist ziemlich knifflig. Es gibt große Unterschiede in der Erfahrung der Reiterinnen. Michael Michel und Sibylle Vogt mit ihrer internationalen Erfahrung haben da natürlich schon ein Plus. Aber sowohl Lovely Dream als auch Flotte Biene bevorzugen guten Boden. Und ob das am Samstag schon so ist, weiß ich nicht. Insofern bin ich jetzt auch mal gespannt, was meine Podcast-Tipp-Kollegen da meinen zu diesem Rennen. Ja. Ich möchte auch dazu was sagen, wenn ich darf. Ich stimme Ronald natürlich zu. Michael und Michelle und Sibylle Vogt sind natürlich die besten Jockeys, aber die haben keine Erlaubnis. Die meisten anderen Jockeys haben Erlaubnis. Und ich glaube, eins davon hier könnte der Sieger sein. Und ich habe einen ganz krummen ausgesucht. Ich hoffe, dass einige Leute damit einverstanden sind. Das ist die Nummer 12. Es ist Picanto, von Stefan Richter trainiert mit Cecilia Müller im Sattel. Kommt auf mit sehr unsuchtigen Formen. Start ist nicht sehr oft gelaufen, nur 5 oder 6 Mal. Geht aber auch weich im Boden. Er hat eine sehr günstige Handicap-Marke und ist auch letztes Jahr sehr gut in Hamburg gelaufen in einem
allerdings schwachen Siegloserinnen, aber im großen Feld war Fünfte von elf. Ich glaube, Portico, ich kann es gar nicht. Picanto. Ich kann nicht lesen, was ich geschrieben habe. Entschuldigung, Picanto. Ich glaube, Picanto trotzdem ist ein interessanter Starter mit einer interessanten Quote. Es ist auch eine Viererwette, kann man sich ja für die Viererwette merken. Christian, du bist ja auch so einer, der sich in diesen Handicaps gerne bewegt. Du wolltest das auch haben, das Handicap, ne? Ja, das nicht, aber. Das nicht, aber überhaupt eins, ja. Ja. Aber es ist jetzt verrückt. Ich habe das gleiche Pferd wie der David. Oh, das gab es da schon mal? Ich weiß nicht. Ja, aber er ist leider nicht so krumm, wie wir alle denken. Er ist schon ein bisschen in den Wettmärkten ein bisschen angefasst. Es ist auch ein bisschen Spekulation und ich weiß, die Familie Prieskorn oder Frank Prieskorn gewinnt gerne in Hamburg. Da werden oft auch im Pferde ein bisschen vorbereitet und wie der David schon sagt, das Pferd steht hier drin mit 51 Kilo. Cecilia Müller ist nun auch noch eine solide Reiterin, hat wieder 2 Kilo Nachlass bekommen, das Pferd. Also ein bisschen kürzere Strecke. Letztes Mal war es ein bisschen getestet, denke ich mal. Der hat ja gute Chancen, bin ich auch der Meinung, weil die beiden Wovchenko-Pferde mit Aufgewicht und jetzt noch ohne Erlaubnis allem drum und dran, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Also ich gehe auch mit David mit der Nummer 12. Also die 12 ist genannt. Jimmy und Katrin, habt ihr da was? Also ich habe tatsächlich, also Jimmy und ich haben unterschiedliche Pferde. Ich habe tatsächlich auch mal ein bisschen rumgegraben und mir ist ein Pferd ins Auge gesprungen, die Nummer 11. Das ist Luna Amica von Friederike Schloms mit Maike Riehl. Auch da, ja, ich habe, so ein Pferd kommt nur relativ sporadisch an Ablauf, seltsame Abstammung, aber ich könnte mir vorstellen, ein bisschen Darschan sind 1800 Meter nicht verkehrt. Und irgendwie hat die Form zu relativ oder zu sehr, sehr guten Pferden, hat eine günstige Marke und ich würde das mal wagen. Viel leichter kann das auch nicht werden. Und Jimmy? Ja, ich habe die A.O. Raki habe ich gepickt. Ja, das ist das Form mit Roxa Lagu, das gefällt mir. Ich wette Roxa Lagu dieses Wochenende, der gewinnt dieses Wochenende für mich. Aber der Form vom Arawaki mit dieser Terachi drauf, sechster Platz into Second Sight and Dangerous Mind, Apollo von Marlow, das sind alle Siegerpferde, außer Dangerous Mind natürlich, das ist immer zweiter. Aber er war nicht weit geschlagen mit Hochsgewicht. Und ich finde, das Sieg in München, damals haben wir Music is Her Name getippt, damals im Podcast. Und das war ein richtig guter Lauf, finde ich. Das R.O. Raki hat ganz leicht gewonnen mit 5 Länge vom Sparkling Moon und Music is Her Name. Und das war auch weicher Boden. Ich finde, das ist für mich das Pferd. Steht irgendwie 8-1 oder so. Ich finde, mit Figure, die Münchner Pferde mögen ein bisschen weicher Boden. Und das ist mein Tipp. Also Ronald, du hast das Rennen ausgesucht, du hast jetzt deine Kollegen gehört, jetzt ja. Das den Grund. Also ich kann für beide Pferde, sowohl für Aoraki als auch für Picanto, etwas finden. Ich entscheide mich für ein mögliches Gamble und dieses Gamble könnte Picanto sein. Picanto. Das haben ja auch 2 von euch genannt, also vorher David und Christian und du jetzt auch. Also nehmen wir das und ich finde das auch gut, weil den anderen, der noch besprochen worden ist, den hat der Lukas Kreis. Kommen wir zum 6. Rennen am Samstag. Preis vom Gestüt Hönihof. 4er-Wette mit 20.000 Euro Garantieauszahlung. Da haben wir das Amazonenreiten. Ja, ein sehr spannendes Feld, viele interessante Pferde. Ich starte mal mit der Nummer 4, Jolene von Romy van der Moor und der Dutch Masters David sind die Besitzer. Ordentliche Plätze in den vergangenen Rennen, immer mit wenig Gewicht gelaufen. Diesmal mit Helm Böhler im Sattel und diese Farben sind natürlich beim Meeting immer gefährlich. Lovely Dream mit Sibylle Vogt. Sibylle hat die jetzt 2-mal geritten, auch in Düsseldorf am 30.05. sogar mit der gewonnen. Sollte interessant sein. Siegesmund, die Nummer 8, war mehrmals genannt jetzt, hatte ich beobachtet, war immer wieder dann aber kurz vor den Nennungsschluss rausgenommen worden. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Flotte Biene, Michael Michel sollte auf jeden Fall eine gute Chance haben. Der Abstand ist sehr kurz. Die Stute lief am 26.06. in Magdeburg. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die Stute laufen wird. Aber ich habe mich in diesem Rennen für die Nummer 9 entschieden, Aoraki. Und zwar mit folgender Begründung. Am 28.05. in München lief sie über 2000 Meter. Ein super Rennen. Der Boden war ähnlich wie in Hamburg. Es hat hier viel geregnet. Ich denke, der Boden wird weich, wenn nicht sogar tief werden. Und ich glaube, dass Aoraki mit Esteroth Weißmeier eine wirklich bärenstarke Reiterin, die auch am ersten Meetingstag schon einen Sieger holen konnte, ja, die allererste Chancen haben sollte. Und deswegen habe ich mich für die Nummer 9 Aoraki entschieden.
Dann haben wir noch am Samstag, bevor dieser super Sonntag kommt, ein Grupperennen. Den großen Hansa-Preis der Baumgruppe. Die treten jetzt immer öffentlich im Renntitel auf, ist mir aufgefallen. Aber warum? Auch nicht. Wer bezahlt, darf ja auch genannt werden. Nika, du bist noch da? Ja. Da wirst du sicherlich auch was zu sagen, ne? Ja, ich war tatsächlich an dem Dienstag, nachdem Toccata Tasso in Mülheim so schlecht gelaufen ist, in Anführungszeichen, war ich bei Marcel Weiß und habe ihn mal gefragt, ob er damit sehr unzufrieden ist oder sowas. Er sagte, er hatte das erwartet und wir sehen im Hansa-Preis ein völlig anderes Pferd. Toccata Tasso ist nicht so ganz bereit, auf seiner Heimatbahn wirklich zu arbeiten. Und Hamburg, Macker, kennt er, habe ich keine Sorgen. Wer ist da gerade ein Bonbon? Christian ist Kinderschokolade, ich habe es genau gesehen. Christian, also lass es nicht so knistern, ne? Wie im Kino, ne? Das hört man, hört immer alles mit. Abkommen, bitte. Ja gut, dann ist Christian erstmal raus, der darf noch nichts sagen, muss seine Kinderschokolade aufessen. Nom, nom. Dann ist jetzt erstmal Hamburg dran, würde ich sagen. Ja, Hamburg ist ja klar, was Hamburg sagt. Sunny Queen. Sunny Queen, die beste Stute Deutschlands, ja. Ist doch wohl logisch. Toccata Tasso sinkt in der Horne Mud. Wie würde Jimmy sagen? Center Parting. Ja, genau. Wie der Bismarck. Okay, Sunny Queen, ja, das ist ja keine Überraschung. Da sind wir uns auch einig. Das ist ja endlich mal, ne? David, wen sagst du? Ja, ich meine, für mich ist auch ziemlich klar, wir haben ja letzte Woche in Dortmund dieses Blöde Druck für Dreidern gehabt, wo die Gewichte so durcheinander waren. Diese sind ganz einfach, es gibt keine Aufgewichte, keine Allowances. Ne? Die Pferde haben alle das gleiche Gewicht, das heißt, die Gruppe 1 Pferde haben das gleiche Gewicht wie die Pferde, die kein Gruppe 1 können. Da können nur zwei Pferde gewinnen, die beiden Gruppe 1 Pferde. Das sind Toccata Tasso und Sunny Queen. Eins davon gewinnt, die sind wahrscheinlich 1-2 und ich stimme eigentlich für Sunny Queen. Zweimal Sunny Queen oder fast dreimal, einmal Toccata Tasso. Christian, Kinderschokolade alle? Ja, fit jetzt? Ich bin fit, ja. Ich meine, nach Rechnung, wenn kommen ja nur drei Pferde für den Sieg in Frage, die anderen sind ja 10 Kilo schlechter. Sunny Queen, was mich stört, 18.04. ist das letzte Mal gelaufen. Ich fand den Start damals nicht gut. Klar war der erste Jahresstart, ich fand das nicht so ganz berauschend, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt, ich weiß doch, ich kenne da jetzt die Ausreden schon. Es gibt kein Tempo. Wer geht denn nach vorne? Wer geht nach vorne? Naida. Persimona. Oder Persimona, Naida, geht die nach vorne und machen für die anderen, sind die so freundlich und machen das Rennen. Gut, ist möglich. Ich bin auch eher bei Toccata Tasso, weil ich denke, dass der sich gegenüber Mülheim deutlich steigern wird. Und das ist noch nicht so lange her wie jetzt. Sunny Queen ist ja quasi wie das Saisondebüt, wenn die am 18.04. das erste Mal gelaufen ist. Wir haben am Sonntag der 4.07. Also ich weiß nicht, das stört mich so ein bisschen. Und jeder sagt hier Nerium chancenlos. Ja gut, in Mülheim ist ja auch gelaufen wie in einem Schweif festgehalten. Aber ich bin eher bei Toccata Tasso als bei Sunny Queen. Ronald, dann bist du derjenige, glaube ich, der das Ganze jetzt auch wieder in das Fahrtwasser bringt. Ja, ich bin wirklich hin und her gerissen. Die Waage schlägt ganz, ganz leicht nur aus, aber dann schließe ich mich der Toccata Tasso-Meinung an. Das ist jetzt 3-3, ne? Genau, dreimal Toccata Tasso. Ja. David Sunny Queen, zweimal Hamburg Sunny Queen, Toccata Tasso, Christian, Ronald und Nika. Dann entscheidet Harald. Harald, hört noch zu, dann habe ich die Verantwortung nicht. Harald, komm. Toccata Tasso. Ja, gut. Toccata Tasso, kurz und bündig. Ne? Also, Toccata Tasso, der Handicapper hat es entschieden. Toccata Tasso ist unsere Wahl. Und jetzt gucke ich mal nach, wen denn unser Herausforderer getippt hat. Da muss ich gucken, das weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Stand. Keine Überraschung. Machen wir weiter mit dem 7. Rennen. Großer Hansa-Preis der Baum-Unternehmensgruppe. Ja, in Gruppe 2 Rennen über 2400 Meter. Tolle Pferde. Alle 6 haben hier wirklich eine tolle Chance. Aber ich habe mich für die Programmnummer 2 Toccata Tasso entschieden. Das Laufen in Mülheim, das habe ich gestrichen. Da hat ihn Luca Delosier nicht so hart angepackt. Und ich glaube, dass René Picholek ihn hier zum Sieg reiten kann. Nerium ist für mich einfach, auch wenn er
gut gelaufen ist, in Mailand und auch in Köln das Rennen gewonnen hat und vor Kasper war, einfach auch auf dem Boden gerade nicht so weit, um Torquato Tasso zu schlagen. Naida hat ein tolles Rennen in Köln abgeliefert, aber auch da glaube ich, dass es so ist, dass Torquato Tasso hier von Naida nicht zu schlagen ist. Pessimona halte ich nicht wirklich viel von. Eine Stute von Micho Minchev. Ich weiß nicht genau, was die Stute kann. Zwei Rennen jetzt in diesem Jahr gehabt. Zweimal nicht wirklich dabei gewesen. Pontil von Carina Faye, sehr interessant. Am 21.03. 5. von 8 in St. Cloud über 2000 Meter. Dann lief sie am 13.05. nochmal die Stute. Über 2.8 war da aber auch schon relativ früh geschlagen. Und Sunny Queen, gut, der Sieg in München war super, aber ich glaube, ja, dass am Samstag Torquato Tasso, der Galopper des Jahres, hier in Hamburg-Horn dieses Rennen für mich gewinnen wird. Gut, wir kommen zum Sonntag. Da wetten wir die Black-Type-Rennen. Das Derby haben wir schon. Dann haben wir die Memünstrophy noch, den Sparkasse Holsten Cup. Und wir haben noch zwei BBAG-Auktionsrennen, die natürlich auch noch spannend sind. Das Meiler-Auktionsrennen. Genau. Dann fangen wir damit an. Wer hat sich damit ein bisschen beschäftigt? Wer möchte was dazu sagen? Ich liebe Peaches, aber das langsam ist das Form ein bisschen nach unten gegangen. Sie hat eigentlich nicht viel gewonnen, aber immer mit November, immer gegen gute Pferde. Für mich ist das zwischen Peaches und New Wizard. New Wizard hat viel Gewicht gegeben in München gegen Prairie Snake, das war 8 Kilo. Das war nicht schlechter Form, es war Ausgleich 2 nur. Aber für mich ist entweder Peaches oder New Wizard der Sieger in diesem Rennen. Das ist ja das Auktionsrennen für die dreijährigen Meiler. Da fällt mir einer ins Auge, Müllers Ab. Der läuft jetzt schon wieder. Ist das nicht ein bisschen viel hintereinander, ein bisschen schnell? Ja, und natürlich auch. Also jetzt sind solche Auktionsrennen sind ja chronisch schwer zu beurteilen, was jetzt so Klasse angeht. Wir haben hier ja auch eine sehr große Unterschiede, was das GAG angeht, wenn ich das mir richtig erinnere von meinem Angucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier, also ich finde das auch. A, es ist sehr, sehr schnell nach dem letzten Laufen und B, glaube ich auch nicht, dass hier sind bessere Pferde im Rennen und ich sehe das ja eigentlich, ich meine, Jimmy hat ja nicht Unrecht, Peaches ist ja vom GRG-Rating sozusagen das höchst eingestufte Pferd und trägt aber ja gar nicht mal Höchstgewicht. New Wizard, Dito. Ich könnte jetzt noch von den Startboxen sprechen, aber tun wir ja nicht, haben wir gesagt. Genau, tun wir nicht mehr. Klar, Bohumil, also ich bin ja natürlich verbunden mit der Nummer 8, weil unsere Stute da im Gestüt ist, aber tue mich ein bisschen schwer mit der Form. Klar, der hat beim ersten Start direkt schön gewonnen, das sah ganz gut aus, aber ich glaube, das war kein starkes Rennen in Hoppegarten. Beim letzten Mal sehr enttäuschend gelaufen, der wird sich sicherlich besser präsentieren, aber ich denke schon, es ist ein Ticken schwer. Ich kann mich Jimmy eigentlich nur anschließen in diesem Fall. Also ich würde gerne noch Flamingo Hollow ins Gespräch bringen. Von dem hatte die Jasmin Almenreder schon immer eine hohe Meinung. Zweijährig kam da noch nicht so viel. Aber er hat in München erst nach längerem Kampf gegen New Wizard verloren. Steht jetzt nochmal 2 Kilo besser gegen ihn. Hat danach ein ganz harmloses Rennen im Handgalopp gewonnen. Das einzige Fragezeichen, was ich sehe, ist die 200 Meter längere Distanz. Also jetzt über 1600 statt 1400. Aber ich halte Flamingo Hollow schon für ein auch chancenreiches Pferd in dem Rennen. Aber ich finde auch Flamingo Hollow wäre mein Pferd. Okay, kurz und knackig. Christian, du musst das jetzt rund machen. Ich muss entscheiden, okay. Das ist eigentlich so ein Rennen, muss ich sagen, als Wetter würde ich es durchstreichen, weil ich sehe da keine lukrative Quote, die man erreichen kann. Und ich sehe das so wie Jimmy. Peaches und New Wizard, das sind für mich die Pferde. Peaches hat ein bisschen rückläufige Form. New Wizard, Ronald sagt eben, der hat gekämpft mit Flamingo Hollow. Im Endeffekt war der fast 2 Längen vor ihm, aber ich weiß nicht, ich habe das Rennen nicht mehr so ganz im Kopf. Wenn es jetzt wirklich ein Kampf war. Das hat sich ein bisschen gelöst, aber das war jetzt nicht. Schon ein Kampf zwischen den beiden. Ja. Okay, gut. Aber New Wizard gefällt mir halt die Gesamtform sehr gut. Zweiter, erster, zweiter, zweiter, also der ist sehr konstant, aber ist bislang nur in München gelaufen, muss man natürlich dazu sagen. Ja, also ich tendiere eher zu Nummer 4 New Wizard. Können da alle mit leben? Ja. Ja, gut, dann nehmen wir die 4 New Wizard und der Herausforderer, der Lukas Greis, der hat dein Pferd genannt, Katrin, was du so ein bisschen durch die Hintertür, durch deine Freunde im Gestüt Lünzen da angekündigt hast. Hawk, okay. Viele interessante Pferde, 3 Starter von Henk Grewe, dem Champion-Trainer Soaring Beach.
New Kids in Town und Night Ocean. Aber ich glaube, dass dieses Rennen die Nummer 8 Hawk gewinnen wird. Maxime Pichard wird ihn reiten. Viele interessante Kandidaten sind drin. Ich glaube, New Wizard mit Michael Abeck von Roland Jubac wird, denke ich, gut laufen. Hat aktuell auch eine gute Stallform, Roland Jubac, und ist immer weiter da vorne mit dabei. Die 1, der Prinz und auch die 7, Flamingo Hollow. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das reichen kann. Und die unteren Pferde, Ice Age, Müllers Arp und Vincero. Ja, da fehlt vielleicht auch dann ein bisschen an Klasse, aber das werden wir auch am Sonntag dann sehen. Müllers Arp, der Sieg war ordentlich, aber ob der jetzt so viel wert ist, das weiß ich nicht genau. Deswegen habe ich mich für die Programmnummer 8 Hawk entschieden. Es war der 9. Platz. Sehe ich als Ausrutscher. Vielleicht hat man da auch ein bisschen gezockt. Ich weiß es nicht genau. Und ich glaube halt einfach, der hat einen sehr aufwendigen Rennverlauf. Immer wieder in fünfter Spur über 1850 Meter. Und da ist er manche Meter auch mehr gelaufen. Und jetzt mit Maxime Pichard über 1600 Meter hier auf der Hamburger Derbybahn sollte er allererste Chancen haben. Deswegen ist mein Tipp im 4. Rennen die Nummer 8 Hawk. Oh, da punktet er ja aber richtig, wenn der... Kriegt er vom Gestüt Lünzen... Naja, okay, ich darf jetzt nichts sagen, nachher müssen die das noch machen. Okay, dann haben wir das Auktionsrennen. Dann geht es weiter mit dem Holstein Cup auf Gruppe 3 Parkett. Wir haben ja gesagt, wir machen alle Black-Type-Rennen, deswegen nehmen wir auch das. Ja, die Namen kennen wir alle, bloß wer ist dann am Ende vorne? Na gut, die große Frage in diesem Rennen ist ja wohl, wer schlägt Alpenroos oder kann man Alpenroos überhaupt schlagen? Das ist die große Frage. Sie ist ja in Düsseldorf schon gelaufen vor einigen Wochen, hat da nur gegen Chin Chin verloren. Ja, ansonsten haben wir hier einige dreijährige Stuten im Rennen, aber die gar nicht im Gewicht so extrem günstig sind. Belcara trägt 55 Kilo, die kriegt nur 3 Kilo von Alpenroos und Belcara ist zwar konstant gelaufen in den letzten zwei Rennen, aber... Sie hatte gegen November gar keine Chance gehabt, war schon sehr weit hinter November in Düsseldorf. Und 1600 Meter ist, glaube ich, auch nicht ganz optimal. 1400 wäre ein bisschen besser. Mala habe ich so ein bisschen Mumm gehabt. Mülheim ist vielleicht die Distanz ein bisschen weit gewesen, aber da steht jetzt hier mit 54 Kilo immerhin im Rennen, könnte für mich eine Chance haben. Marshmallow hat in meinen Augen ein harmloses Listenrennen in Hannover gewonnen, als wir sie getippt haben. Also ich tue mir ein bisschen schwer, hier ein Pferd zu suchen, das jetzt wirklich diese Alpenroos da schlägt, obwohl die jetzt auch sicherlich kein Überpferd ist. Ne? Dann nehmen wir die doch und machen es kurz. Ja, ich bin auch dafür. Ja, sehr kurz. Leider Gottes aber genauso wie Lukas Greis. Also wird das keine Entscheidung bringen. 7 interessante Pferde, Nummer 6 Maler von Markus Klugmann und Maxime Pichard. Letzte Woche aus dem Dortmund Grand Prix gestrichen. Gegebenenfalls schiete man schon da auf das Rennen in Hamburg. Ich bin gespannt, wie dieses Pferd hier laufen wird. Aber kommen wir zu Nummer 1, Alpenroos. Mein Pferd in diesem Rennen. Ein ordentlicher 2. Platz in Düsseldorf am 30.05. Und ich glaube, dass Julien Jolochon dieses Pferd hier am Sonntag zum Sieg reiten kann. Wir haben schon vorher die Siege gehabt. Das reicht uns doch. Okay. Ich würde sagen, Marshmallow gewinnt trotzdem. So, ja. Also für die, die die Alternative suchen, kam nochmal der Einwand hinten ums Eck. Gute Taktik. Ja. Ich kann immer ein kleines Story. Wir haben keine Zeit für kleine Stories. Wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt weiter tippen. Wir haben die Memühlenstrophy, den Hamburger Stutenpreis, also noch ein Gruppe 3 Rennen, diesmal für die Steherin, 2200 Meter. Isfahani läuft da. Da wurde ja schon mal diskutiert, ob die vielleicht nachgenannt wird im Derby. Jetzt läuft sie hier. Ja, also wenn die so gut ist, wie gesprochen wird, dann muss sie dieses Ding gewinnen. Weil dann ist sie ja besser als Noble Heidi. Und Amazing Grace hat Noble Heidi geschlagen. Und wenn die so viel besser ist, diese Isfahani, dann würde sie dieses Rennen gewinnen. Die Frage ist, die ich mir stelle, ob ihr dieses italienische Derby wehgetan hat oder ob das gut für ihre Karriere war, das kann ich nicht beantworten. Das werden wir erst hinterher wissen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich sehe, dass Amazing Grace das Pferd ist. Ja. Die hat den Hauptrad sehr schön gewonnen und Farley Hicks ist ein Trainer, den wir mögen, auch wenn Aldo
vielleicht das Derby nicht gewinnen soll. Aber diese Amazing Grace sah immer wie ein gutes Pferd aus und wie sie in Hoppegarden gewonnen hat, die ist ein guter Stute und ich glaube, für mich gewinnt sie. Für mich wären Amazing Grace und eventuell Sconset. Ich finde, das war auch ein sehr gutes Laufen in Mülheim. Hat sich schön gesteigert. Sicherlich ist etwas weicherer Boden natürlich da gar kein Nachteil, aber ich glaube, also Amazing Grace hat mir in Hoppegarden toll gefallen und ich könnte mir vorstellen, also dass das die Form ist in dem Rennen. Jimmy? Ja, ich gehe auf Walkaway. Ich habe Walkaway gewettet. Ich war so beeindruckt vom Walkaway beim Debüt hinter diesem, wer war das? Historia. Und Historia haben wir letztens getippt im Podcast. Historia ist auch das Form aufgewertet. Und das letzte Rennen vom Walkaway habe ich sofort gewettet für Diana, weil ich dachte, das war so beeindruckend, wo sie mit vier Länge gewonnen hat gegen Gigi. Für mich ist Walkaway das Pferd. Oh, jetzt wird schwierig. Da denkt man, es geht ganz einfach los und jetzt höre ich doch ganz viele Namen. Wer kann das denn jetzt noch rund machen? Wen habe ich jetzt noch nicht gehört? Habe ich jetzt Christian löst die Sache auf. Genau, Christian löst die Sache auf. Ich habe noch nichts gesagt, genau. Ich bin von dieser Amazing Grace Form nicht so überzeugt, ne? Weil Theodora, die war damals knapp hinten dran Dritte, die war Letzte in Frankreich danach. Noble Heidi, ob die gut, das war natürlich französische Diana. Isfahani, habe ich irgendwann mal gehört, das wäre das beste Pferd, das Grebe je trainiert hat. Aber gut, der vierte Platz im italienischen Derby ist in meinen Augen nichts wert. Der Sieger, der war klar vorweg und der war in Frankreich in Valeur 42, 43 Pferd, also ist auch nichts Überragendes. Und die Pferde hinten dran, die kamen aus England, das waren England-Importe, also gut, war Saisondebüt, also von Isfahani. Klar, vielleicht gewinnt sie, wenn der Spruch stimmt, gewinnt sie. Ich bin bei Jimmy, weil ich suche mal ein Pferd, wo ich mehr Steigerung erwarten kann. Das erwarte ich bei Walkaway. Alle anderen Pferde sind schon öfter gelaufen. Und also ich bin wirklich bei Jimmy, die ist erst zweimal gelaufen, hat direkt beim zweiten Start gewonnen, hat sehr leicht gewonnen. Und diese Chichi ist auch nicht schlecht gelaufen danach. Die ist, glaube ich, auch direkt im Listenrennen danach gelaufen. Da ist sie auch, hat sich gar nicht schlecht präsentiert. Ich habe da ein bisschen Fantasie und deswegen gehe ich hier mit der 8. Walkaway. Also ich kann mich mit Amazing Grace und Walkaway anfreunden. Für die Quote würde ich aber auch Walkaway nehmen. Ich würde, weil ich ja die Tipps eures Herausforderers kenne, würde ich euch auch ans Herz legen, euch für die 8 Walkaway zu entscheiden. Könnt ihr damit leben? Ja, ich habe sie auch für den Diane gespielt, 24 zu 1. Also unbedingt. Gut, dann nehmt ihr Walkaway, weil euer Herausforderer sich nämlich für die 1 entscheidet. Ja, ein spannendes Rennen. 9 Pferde sind am Ablauf und ich glaube, dass die Nummer 1, Amazing Grace, eine Riesenmöglichkeit haben kann, dieses Rennen zu gewinnen. Theo Bachelot, ein französischer Top-Jockey, wird für Waldemar Hicks reiten. Der Sieg in Hoppegarten auf 2000 Meter war sehr leicht und sehr gut. Und ich glaube, dass auch Amazing Grace hier in Hamburg-Horn am Sonntag eine große Chance haben wird. Ich entscheide mich für die Nummer 1, Amazing Grace. Jetzt kommt nur noch das zweite Auktionsrennen. Und das ist ja sowas wie das kleine Derby. Also da laufen viele von denen, die es nicht ins richtige Derby geschafft haben. Oder die von vornherein doch eher Auktionsrennen im Visier hatten. Da kann man das Geld vielleicht auch ein bisschen einfacher verdienen und gibt nicht ganz so viel aus für die Nennung. Genau. Ich kann zu dem Rennen nichts sagen. Ich schalte mich da gleich aus. Ich war nicht in der Lage, einen Sieger zu finden. Ach, da habe ich gerade auf dich eigentlich gehofft, weil ich glaube, dass der Roland Schubasch da gute Karten. Den habe ich gefragt, aber der hat nicht geantwortet. Was wahrscheinlich heißt, dass er gewinnt. Aber ich habe ihm Text geschickt, aber er hat noch nicht geantwortet. Wahrscheinlich schickt er mir morgen Text. Ja, ich gewinne. Ja gut, aber jetzt mal ehrlich gesagt, rein rechnerisch kann der Karl Georg den Quality Time gar nicht schlagen. Rein rechnerisch. Ich meine, klar, wir wissen, alles sind Pferde, es sind keine Maschinen, aber rein rechnerisch. Ich meine, ich tue mir mit dem Rennen auch sehr, sehr schwer, vor allen Dingen, weil Quality Time extrem tief stehen wird am Toto. Aber ja, er hat halt die entsprechende Form. Alle anderen Pferde hier, wir müssen jetzt nur mit dem Formenspiegel für den Pferden. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, er ist das einzige Pferd, das 2 Rennen gewonnen hat. Man musste ja schon kämpfen, überhaupt Sieger zu finden. Genau, man muss Sieger suchen. Und wenn ich dann sehe, sogar Pferde, die noch nie gewonnen haben, tragen 58 Kilo. Ja, geht mir auch so. Also das tue ich mir richtig, richtig schwer. Also dieser Imaran, habe ich gedacht, könnte ein bisschen was. Dann ist er beim letzten Start, hat er mir nicht so gefallen, wo er nur Fünfter war. Ne? Aber, ja gut, und dann ein bisschen mit dem Boden jetzt. Ich meine, sicherlich hat
hat Harald recht, wenn er sagt, er wird jetzt nicht super schwer sein und es wird ein bisschen austrocknen. Aber ich glaube schon, dass das eben Horner Moor die Ehre macht und ein paar Rennen sind auch schon drüber bei zu dem Zeitpunkt. Ne? Darf man ja auch wieder nicht vergessen. Das ist ja nicht mehr eine frische Grasnarbe oder so. Ich kann mir auch plötzlich vorstellen, dass diese 13, Shenzhen oder wie? Die wollte ich gerade sagen, ja. Die ist da in München, hat es mir nicht so gefallen, wo sie nur Dritte war im Handicap, aber jetzt ein Adlerflug. Mehr Gewicht. Ja, aber trotzdem ist noch weniger als oben die Sieglosen. Naja, aber du bist immer derjenige, der sagt, mehr Gewicht. Ist aber kein Handicap. Ne? Im Handicap finde ich mehr Gewicht grausam, aber hier ist nicht ganz so schlimm. Ja, aber es tut mich echt schwer. Also jetzt der Langzeitmarkt ist ja auch da. Ich sag mal, Quality Time, gut, wir wetten ja für unsere Podcast-Champion-Battle 2,8 auf Sieg nur. Das ist ja wirklich in so einem Feld wenig genug. Utamaro, habt ihr gar nicht drüber gesprochen, 6. Ja. Imaran 7,5 dann. Und der Wettmarkt sagt ja eigentlich schon alles. Die sehen nur ein Pferd und danach weiß keiner mehr so richtig, was er wetten soll. Wenn jetzt hier jemand von euch irgendeinen Mumm hat, der Jimmy hat ja manchmal so gute Ideen, soll der mal einen raushauen? Ich habe eine gewettet. Ich habe diese Shenzhen gewettet, nur weil so ein dreijähriger Sieger läuft gegen ältere Pferde. Normalerweise die Dreijährigen, die haben keine Chance gegen ältere Pferde, aber das war nicht schlecht, nur eineinhalb Länge zurück hinter Galado und Lulu's Jackpot hat 64 Kilo GAG, aber das ist ein Auktionrennen. Der Favorit, normalerweise hat der Favorit nicht gewonnen letztens, weil diese Queen's Harry mit Sybil Folk drauf, das war für mich ein ganz schwacher Ritt auf Queen's Harry. Das war normalerweise der Sieger, Queen's Harry. Aber das sind andere Dings. Normalerweise ist der Favorit Zweiter oder Dritter gewesen. Ich nehme Chen Za, weil er steht 15 und gegen ältere Pferde ein Dreijähriger hat irgendwas gezeigt, dass das ein bisschen Form hat. Ich finde, das ist ein guter Tipp. Das sollten wir euch mal wagen. Oder was meint ihr? Ich habe keinen starken Mund. Wir haben genickt. Ich merke die Mehrheit. Okay, dann nehmen wir das doch, weil den Haussohn-Favoriten, den hat natürlich der Herausforderer auch genommen, Quality Time. Das kann ja jeder, komm. Das kann jeder. 13 Pferde am Ablauf und es war ein wirklich kniffliges Rennen. Ich habe mich für die Nummer 4 Quality Time entschieden. Anderer Starkgewicht im Reiten. Henk Grewe ist der Trainer in Köln und ich glaube, dass das Pferd von Lars Wilhelm Baumgarten dieses Rennen hier gewinnen wird. Interessante Gegner sind dabei. Die Nummer 3 Utamaro von Karm Bocskai ist, denke ich, auf jeden Fall gefährlich, wenn diese Trainerin nach Hamburg reist. Atze und auch Karl Georg von Roland Djubac sind ebenfalls gefährlich. Chesnel mit Burjan Musabayev trägt 1 Kilo mehr Gewicht, aber der Champion macht das mit seiner Klasse selbstverständlich weg. Ich habe mich für die Nummer 4 Quality Time entschieden und hoffe, dass dieses Pferd das Rennen gewinnen wird. So, liebes Podcast-Team, das waren meine Tipps. Ich wünsche euch Hals und Bein für das Derby am Wochenende. Ich wünsche euch Hals und Bein für das Auktionsrennen am Samstag und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen, denn ich glaube, dass ich euch besiegen werde. Ja, also es ist jetzt ein langer Podcast geworden. Falls es noch irgendwas zu sagen gibt. Katrin, du warst in einer Jury, die es so offiziell gar nicht gibt, in einer Battle, die privat organisiert ist, von Vanessa Körner nämlich, vom Gestüt Idee und von Florence Lebeau vom Gestüt Lindenhof. Ihr habt einen Gentle Rider gesucht. Erklär mal, was das genau so ist. Also wir haben ja gesehen, auch in den sozialen Medien, dass über diese Champion oder Challenge eine Menge diskutiert wurde. Aber so wie wir das alle auf der Bahn gestern ausgelegt haben und auch weiterhin auslegen wollen, geht es eben natürlich nicht nur darum, wie sanft ein Jockey reitet, sondern einfach wie fair im Umgang zum Pferd und vielleicht auch, wenn es sich ergeben sollte, zu seinen Mittelkonkurrenten er ist. Und eben, wie auch Nika das schon mal erklärt hat, als Art positive Bestärkung von erwünschten Verhaltensweisen dem Pferd oder den Mitreitern gegenüber. Und so haben wir das versucht, gestern zum ersten Mal auszulegen. Und darum geht's. Und der Sieger kann tatsächlich monetär ja daran ein bisschen profitieren. Ja, wenn man sich durch irgendein Verhalten positiv hervortut. Ja. Also es werden, glaube ich, 1.000 Euro jeweils ausgeschüttet. RaceBets Nicker beteiligt sich auch daran. RaceBets ist am Derby-Sonntag am Start in diesem Wettbewerb. Die ersten Sieger sind ja auch schon gekürt. Es gab ein bisschen heftigen Gegenwind von einigen Aktiven so im Forum. Aber trotzdem, Nicker, du hast nicht gezögert zu sagen, ja, dann mache ich mit. Ja, ich habe damit kein Problem gehabt. Also ich habe das auch meinen Chefs vorgeschlagen. Habe denen gesagt, ich finde, das ist eine
gute Sache, denn es ist nun mal permanent Diskussion in Social Media wegen Reitstilen, wegen Verhaltensweisen von Jockeys etc. Und ich finde, dann muss man auch mal ein gutes Verhalten belohnen. Das ist eine einfache Sache. Wir wollen damit ja niemanden abstrafen oder sonst irgendwas. Und ich denke, da kann man durchaus ein positives Zeichen setzen für den Rennsport. Und wenn nicht, dann hat man es halt versucht. Versuch macht klug und wir müssen mal gucken, wie es dann ankommt. Also ich denke mir, viele finden das auch ganz positiv. Man muss ja auch mal ein paar Akzente setzen und vielleicht mal was Neues versuchen. Ich werde meinen beiden Wetten, die ich ja noch habe, die Langzeitwetten, jetzt vorher nichts mehr dazufügen. Ich gucke mir die Pferde im Führing an und dann entscheide ich mich vielleicht, ob ich noch ein bisschen was Neues mache. So geht's mir auch. Ein bisschen am Tag darf man. Man hat ja auch Raum nach oben am Tag und dafür hat, ist ein Führing da. Nicht vergessen, Jimmy hat Geburtstag am Derby-Sonntag. Oh. Happy Birthday, Jimmy. Okay, können wir alle an ihn denken. Ja, Jimmy, ich hoffe, du kriegst ein schönes Geburtstagsgeschenk. Er ist schon weg zum Glück. Also, ne, ja, also wenn Gestüt Hönihof gewinnt, dann wird er ja, ne, ist er ja dicker Kumpel von Simon. Ne? Da steht die Party ja schon. Ne? Genau. Okay, also ihr Lieben, macht's gut. Ich bedanke mich. Ja. Ciao, ciao. Ja, ciao. Danke. Ciao. Bye, bye, bye. 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 Bye.